Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 23. Wir nehmen auf am 10. April. Es ist Dienstagabend, die Champions League läuft. Und das ist natürlich die beste Zeit, um wieder über die dritte Liga und den SVW in Wiesbaden zu sprechen. Meine Wenigkeit ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Jetzt zöger doch nicht so lange. Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt verloren, nachdem wir gerade schon wieder mit leichten Technikproblemen unterwegs waren. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Völlig ohne Probleme mit dabei ist in unserer illustren Runde Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. Ja, liebe Hörer, ich entschuldige mich mal gleich vorab, falls ich noch nasaler klinge als sonst. Ihr habt sicher auch mitbekommen, das schöne Wetter ist ausgebrochen und dementsprechend haben die Pollen auch einen Riesenspaß, in der Gegend rumzufliegen und den einen oder anderen ein bisschen zu ärgern. Ja, und jetzt schnaufe ich auch noch so schön ins Mikro, ja, das ist natürlich sehr clever. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Ja, fangen wir doch mal wie üblich an mit unserer beliebten Groundhopping-Rubrik und da werden wir auch gleich mal gucken, ob Sonjas Technik jetzt im Griff ist. Sonja, erzähl doch mal, wo warst du unterwegs? Ja, einmal die Technik und dann habe ich auch Heuschnupfen. Also wir machen hier so eine schöne Näselrunde. Ich klinge ja zum Glück immer ein bisschen so, deswegen fällt das nicht weiter auf. Ja, aber ich muss sagen, bis jetzt klingt deine Aufnahme schon mal deutlich besser. Also ich bin zuversichtlich, dass wir ja zumindest hörbar sind für unsere lieben Hörer. Okay, leg mal los. Ja. Okay, du hast mir eine Frage gestellt, wo war ich? Also ich war natürlich wieder unterwegs, wie immer, bei einem eher skurrilen Spiel. Ich habe mir Japan gegen Mali angeguckt in der Länderspielpause, weil die in Lüttich gespielt haben, in Belgien. Okay. Die hatten irgendwie so zwei Testspiele an diesem Wochenende und haben die beide in Lüttich gespielt. So ganz habe ich noch nicht raus, warum. Ja, genau. Japan hatte zwei Testspiele. Also nicht. Oder hat Mali auch dann auch noch in Lüttich dann, oder waren die auch noch woanders dann? Die auch das weiß Tour? Ich ehrlich gesagt nicht. Also Okay. Das hieß auch irgendwie Kirin Cup oder so. Also die Japaner hatten der Sache auch einen Namen gegeben, aber es war dann am Ende, waren das irgendwie zwei Testspiele nur von Japan, die wir da gefunden haben. Aha. Was auch immer. Ich habe bis heute nicht richtig Kraft. Da waren ja in dieser Länderspielpause, hatte ich gesehen, lauter solche skurrile Begegnungen in anderen Ländern. Also die haben ja alle möglichen Mannschaften gespielt in Ländern, die nicht ihr eigenes sind. Ja, keine Ahnung. Also das ist sowieso diese unnütze Länderspielpause Ende März, die braucht ja eh kein Mensch. Ja, wichtige Erkenntnisse hier für die WM-Kader-Nominierung bestimmt. Aber gestern kam die Meldung, Japan hat seinen Trainer gefeuert. Für Mali. Aha, siehst du, die waren wohl nicht zufrieden mit ihrer Performance gegen Mali. Nein, die haben in der letzten Minute haben sie einen Ausgleich gemacht erst. Also es war wirklich katastrophal eigentlich. Und danach hatten sie noch ein Spiel in Lüttich, da war ich nicht, aber irgendwie so ein paar Tage später, das haben sie verloren gegen die Ukraine. Okay. Das war ihnen dann wohl ein bisschen viel. Und das war dann im Stadion von Standard Lüttich? Genau, da war ich vorher noch nie, deswegen hat sich das ganz gut angeboten. Aber die haben ja auch einen, wie soll man sagen, einen guten Ruf oder beziehungsweise ist auch eine beliebte Destination, glaube ich, für Groundhopper. Es ist ja eigentlich ein schönes, großes Stadion, das halt komplett leer war in dem Fall. Ja, wie viel waren da? Oh Gott, ich glaube, die haben nichts durchgesagt oder so, aber es dürfte so ein paar hundert waren es dann. Also es wurde um 13 Uhr noch was angepfiffen. Also an einem Freitag, da konnte halt kein Mensch eigentlich da sein. Ja, das ist natürlich für den asiatischen Markt, ne? Ist ja klar. Ja, aber dann so die beknackten Freiberufler. Also ich bin da mit dem Kumpel hingefahren. Schöne Grüße, Felix. Aber wer macht das denn sonst? Ja. Ja, schön. Aber das heißt, mit ein paar hundert Leuten warst du denn in diesem großen Stadion. Ja. Genau. Es hat sich dann doppelt gelohnt, weil wir dann danach noch weitergefahren sind nach Maastricht. Das ist ja auch nur einfach ein paar Kilometer den Fluss hoch in ein anderes Land. Weil die zweite holländische Liga hat gespielt an dem Freitagabend. Und dann haben wir uns noch Maastricht gegen Eindhoven angeguckt. Die ganz regulär an einem Abend gespielt haben. Aber nicht PSV? Nee, FC Eindhoven. Das ist der Zweitliga-Verein aus Eindhoven. Ja, ich dachte, PSV ist doch ein Spitzeteam. Ja, genau. Ja. Nee, das hätte ich mitbekommen, ja. Das war eine beknackte, lustige Tour auf jeden Fall. Micha, wolltest du gerade was sagen, oder?
Nee, also ich dachte, ich hätte. Ich dachte auch, ich hätte es rumpeln gehört. Ich dachte, du unterschätzt einfach nur den malischen Markt, vielleicht, was auch die Live-Übertragung angeht, aber die haben ja keine so große Zeitverschiebung. Glaube ich auch. Mali, das ist, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo in Afrika, aber selbst ist eigentlich egal, an welcher mehr oder weniger gerade Seite, das sind ja höchstens 2 Stunden nach links oder rechts oder was, allerhöchstens eher eine, ne? Von daher, naja, gut. Ja, Maastricht-Eindhoven, dann, oder Eindhoven. Ja, wie war das? Zweite Liga, was ist da so los in Holland? Ja, also es ist immer so ganz niedlich, diese Zweitligastadien. Es war auch so, dass man da vor Ort problemlos Tickets kaufen konnte. Das ist ja in der ersten Liga immer ein bisschen schwierig mit diesen Clubkarten. In der zweiten Liga ist es eigentlich meistens ganz locker, war es da auch. Genau, stimmt, das hat man schon mal besprochen hier, ja. Ja, und Spiel war auch ein klares 2-0 für die Heimmannschaft, waren alle zufrieden. War auch ganz gut voll, die Tribüne hinterm Tor mit Heimfans. Doch, war ganz schick. Ja. Maastricht, die waren doch sicherlich auch schon mal in der ersten Liga, oder? Lass mich gerade mal überlegen. Wie heißen die noch gleich im Ganzen? MVV Maastricht. Ja, MVV, genau. Ja, okay. Du stellst Hat einer von den beiden irgendwie Aufstiegsambitionen? Du stellst mir immer so Historienfragen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, also das ist, in den meisten Ligen ist es halt schon länger her, dass ich, früher, da hat man irgendwie so alle möglichen Tabellen ja studiert, wenn man so im Kicker oder sonst irgendwo in irgendwie so Zeitungen oder sowas dann geguckt hat, aha, wer ist da so und was weiß ich. Und noch früher, da gab es ja dann vielleicht mal irgendwie auch Europapokalteilnehmer, die es halt in den letzten 20 Jahren vielleicht jetzt nicht mehr gab. Von daher kenne ich dann halt irgendwie eine Menge Vereinsnamen, ohne die Vereine jetzt tatsächlich jemals irgendwie genau gesehen zu haben, aber und ja, und da fragt man sich immer so, was ist eigentlich mit denen geworden oder sind das die gleichen? Manchmal heißen sie auch anders oder was nicht alles passiert. Aber stell dir vor, ich habe natürlich eine Stecktabelle der zweiten holländischen Liga zu Hause und kann Hast deswegen deine Frage, ja, deine Frage von eben gut beantworten. Also Maastricht ist noch so ein bisschen oben mit dran, weil die auch, die haben so ein komisches Playoff-System, also der Meister geht halt direkt hoch aus der zweiten Liga. Und dann die nächsten vier, die nächsten drei irgendwie so sind so im Halbfinale und die davor machen so ein Viertelfinale. Also es ist wirklich so ein bisschen durcheinander, so ein Playoff-System. Das heißt, dass da die halbe Liga in diese Playoffs kommt. Und Maastricht ist da noch dran. Okay. Na gut. Das siehst du alles auf deiner Stecktabelle. Natürlich. Okay, dann wo ging es weiter? Dann habe ich mir noch ein Nachholspiel der Regionalliga West angetan. Das war Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen, weil ich tatsächlich noch nie bei Viktoria Köln war vorher. Und das musste jetzt endlich mal erledigt werden. Ah, Viktoria Köln, gerade noch eine Ergänzung. Die hat man, glaube ich, war es in der letzten oder in der vorletzten Folge, hat man die auch schon mal erwähnt. Und da hatte ich ja dann auch noch, oder da hat man uns auch noch kurz darüber unterhalten, warum Viktoria eher nicht so beliebt ist. Da gab es 2 Meinungen dazu. Also die einen sagten so von wegen, die sind halt auf der Schelsig, also auf der Epsch-Side, wie man bei uns sagt. Also sprich dann von Köln aus, das ist dann rechtsrheinisch, ne? Genau. Ja. Das ist schon mal irgendwie so der eine Minuspunkt und der andere sagte, das wäre eigentlich eher egal, aber die sind halt auch von irgendeinem, weiß ich nicht, Mäzen oder sonst irgendwas da hochgepäppelt und das mag man halt nicht, keine Ahnung. Irgendwie so, das ist jetzt grob vereinfacht wahrscheinlich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr präsent, aber das waren so die Gründe, warum Viktoria eher nicht so beliebt ist, während zum Beispiel ja FC und Fortuna-Fans häufig gar nichts gegeneinander haben. Also kommt man auch gut, kann man auch gut beide mögen, offensichtlich. Ja. Mhm. Bonusfrage okay. An euch, welcher Ex-SVW-Spieler spielt gerade bei Viktoria Köln? Ja, das wusste ich auch schon mal. Micha, weißt du es? Ein Mittelfeldspieler? Ja. Ich weiß nicht. Einfach mal geraten. Irgend so ein, keine Ahnung. War auch nur ein halbes Jahr bei uns. War das der Kotz? Nee. Der ist doch bei Ingolstadt 2, von dem haben wir doch erst kürzlich gesprochen. Hör doch zu, Mensch. wenn du es gleich sagst, dann werde ich sagen, ah, verdammt, ich wusste es. Aber gerade komme ich nicht drauf. Vor zwei Jahren in der Rückrunde. Vor 2 Jahren in der Rückrunde, so mit Adam Strait, Nein.
vom FSV gekommen damals. Ach ja, genau. Tim Golley. Genau. Ja. Wurde eingewechselt bei dem Spiel. Okay. Richtig. Und war nicht auch Aziz Buhadus damals, als er von uns wegging, eine Saison, glaube ich, bei Viktoria und von da aus dann, glaube ich, zur zweiten von Bayer Leverkusen oder sowas, ne? Ich glaube, das war so sein Weg. Ja. Okay. Der hat ja Weg bis ins Panini-Album gefunden jetzt. Ja, richtig. Sehr geil. Also jetzt sind wir eigentlich schon bei der Kategorie Ehemalige. Aziz Buhadus, ja. Dem ich übrigens vor Monaten schon mal oder beziehungsweise halt dem FC St. Pauli mal eine Interviewanfrage geschickt habe irgendwie und da kommt leider nichts zurück irgendwie. Das ist sehr schade. Falls ihr mich hören könnt, liebe FC St. Pauli Pressemenschen, ich habe ein paar Mal nachgefragt. Es wäre doch total nett, wenn ihr mir Fragen beantwortet. Na gut, das nur. Der jetzt Fame, der beantwortet jetzt gar nichts mehr. Der muss jetzt nicht mehr. Ne? Er hätte zwischendurch, war er ja eine ganze Weile verletzt, da hätte er Zeit gehabt. Okay. Tja. Aber Aziz Buhadus im Panini-Album für die WM in Russland. Schon cool. Ja. Ja, was auch cool ist, dass Panini die Preise für ein Päckchen mit 5 Bildern von 60 Cent auf 90 Cent erhöht hat. Und dann sind es auch irgendwie wieder weit über 600 Bildchen, habe ich gelesen, ne? Also da bist du irgendwie im Schnitt, glaube ich, mehrere hundert Euro los. Ne? Nee, ich bin auch raus. Also ich habe das vor ein paar Jahren auch mal wieder so, ich weiß nicht, ich glaube ein, zwei, drei Turniere lang gemacht, aber jetzt auch schon wieder eine Weile nicht mehr und ich fange jetzt auch nicht wieder damit an. Was bei mir ganz cool war, ich habe das letzte, also ich hatte 1990 gesammelt, das war mein letztes Album zur WM, das ich gesammelt hatte, habe ich 2014. Ah, hättest du zwischendurch mal gesammelt, das da hätten wir vielleicht noch ein paar mehr Sterne auf dem Trikot. Ja, 96 okay. Habe ich verpasst, aber nee, das fand ich dann ganz lustig. Ich hatte, glaube ich, dann irgendwie für 2010 oder sowas hatte ich, glaube ich, da hatte ich mal wieder gesammelt und dann noch eine EM. 2012, aber 14 dann nicht mehr. Naja, okay, wie auch immer. Aber davor war auch 1990 mein letztes. Was ich übrigens bis auf einen voll hatte. ich kann mich damals noch erinnern, da hatten wir, glaube ich, hat denn gefällt? Irgendwie eine Amerikaner. Am Schluss hatten wir, glaube ich, da war die WM dann schon rum da und wir haben halt in der Schule damals getauscht und weiß nicht was, aber ich glaube, 6 Bildchen oder sowas hat mir am Schluss gefehlt und die habe ich dann halt nachbestellt da bei dem Panini-Service. Und entweder habe ich mich verschrieben oder die haben halt mir ein falsches Bild geschickt. Auf jeden Fall bekam ich halt meine 6 bestellten Bildchen, beziehungsweise eins war verkehrt, das hatte ich schon. Und ein anderes fehlte dafür. Das war dann schon sehr bitter. Und dann, seitdem ist das Heft dann halt bis auf einen gefüllt. Es müsste vermutlich irgendwo bei meinen Eltern auf dem Dachboden sein. Ich muss das irgendwann mal, muss ich das mal suchen. Da sind bestimmt noch ein paar andere Schätze irgendwie aus den 80ern. Das. Ja, komm, das Internet ist doch groß. Wir werden doch irgendwo deinen fehlenden Sticker neu herkriegen. Ja, das vielleicht auch, aber allein das Ding mal wieder in den Händen zu halten, so nach, was sind's jetzt? Fast 30 Jahren. Das wäre bestimmt 40. Ja, gut. Okay, zurück zu deiner Tour, oder dein ja. Also, Viktoria Köln, wie war's denn dabei gegen Oberhausen? Ja, wir haben 2-0 gewonnen, war aber, also gerade so die erste Halbzeit war ziemlich gruseliges Niveau. Also war echt so traurig anzugucken, wie die sich da einen abgestolpert haben und wie die mit Chancen umgegangen sind. Ja, wie ist da die Lage in der Regionalliga West? Ja. Die hat es letztes Mal angesprochen, aber ich kann mich gerade jetzt nicht erinnern. Wer ist denn da so Aufstiegskandidat? Also Viktoria ist schon der Aufstiegskandidat Nummer 1. Die sind jetzt, glaube ich, so 2 Punkte hinter dem ersten, haben noch 2 Spiele mehr oder so. Also die sind schon... Ich glaube, Uerdingen ist der Konkurrent da oben, aber es sieht eigentlich mal wieder nach Viktoria aus, okay. Die ja auch schon die Relegationsspiele verkackt hat. Ja. Okay. Micha? Ja, nee, also Uerdingen ist vorne, aber Köln hat wenige okay. Spiele. Ja. Und kann dann halt entsprechend vorbeiziehen. Na gut. Gucken wir mal, was da passiert. Ist ja möglicherweise, ist uns das ja egal, wer aufsteigt. Okay, dann. Ja. So, Sonja? Dann, ich bin noch da. Dann war ich mal wieder in Holland. Okay. Mal wieder die zweite Liga. Ich fress mich da so durch mit diesem Freitagabend. Das war dann die Woche drauf, die man übrigens. Dann war ich endlich mal beim.
Ja, dann war ich endlich mal beim FC Eindhoven Okay. daheim, nachdem ich die jetzt mehrfach schon auswärts gesehen hatte. In diesem Jahr, glaube ich, schon zweimal auswärts gesehen. Da haben sie gegen Nijmegen gespielt, die zu dem Nijmegen. Zeitpunkt, glaube ich, sogar Nijmegen, Nimwegen, wie wir Das Deutschen kannst du ja auch machen. sagen. Und die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar mal Tabellenführer. Das ist immer so abwechselnd da oben, gerade mit Sittard. Und dann hat aber Eindhoven hat die aber 3-2 geschlagen und dann waren sie nicht mehr Tabellenführer. So kann's Aber gehen. das ist ja schon cool. Das sind ja lauter kurze Distanzen da. Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Sittard, das ist Das alles ist dicht total beieinander, geil. ne? Ja. Das kannst du am Ja. Freitagabend auch mal gut Ja, machen, sowieso so Holland, als ne? ja, ich meine, klar, Holland generell ist jetzt nicht, Genau das habe ich mir aber gedacht, wenn du da ne? wohnst, da bist du ja im Umkreis von einer Stunde, hast du wahrscheinlich mindestens 5 oder 6 Auswärtsfahrten, ne? Das ist schon lässig. Ja. Und auch von uns ist Das jetzt nicht stimmt, so ja, endlos genau, weit, also ja. kann man auch mal machen. Ja, schön. Und wie war es denn jetzt, nachdem du endlich mal beim FC Eindhoven warst? Das ist dann also, die haben dann wahrscheinlich ein eigenes Stadion, die spielen nicht da, die teilen sich das nicht mit PSV oder so. Nee, die haben Ja, ein okay. kleines eigenes. Ja, das ist ja da die klare Nummer 2. Also ich meine, PSV ist ja seit Jahrzehnten Spitzenteam. Ja, klar, Ja. das ist ein Riesenunterschied. Okay, und da, die haben dann aber so ihre eigene, also die haben dann auch eine eigene Fanbasis dann, oder ist das dann wirklich sehr klein dann, dadurch, dass sie halt die klare Nummer 2 sind? Ja, Basis schwierig. Also es ist wirklich sehr wenig dann schon. Das sind ja auch alles so kleine Stadien. Da war Okay. jetzt nicht so endlos viel los, aber ja, klein und nett. Aber es ist halt wirklich kein Vergleich zu so einem Riesenverein dann in der gleichen Stadt. Okay. Aber Spiel war Da hast du jetzt dann unterhaltsam. die zweite holländische Liga dann auch schon bald komplett, oder was? Ja, ich bin Ah, glaube ich so na bei der gut, Hälfte okay. jetzt. Die haben ja 20 Ach so, Mannschaften. okay, das ist eine große Erde. Aber ja, gut. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass die immer gleichzeitig spielen, ne? Dass sie immer so einen Ja. Freitagabendtermin haben, manchmal noch Montagabend. Ist ein bisschen schwierig, die voll zu kriegen, weil man da immer nur eins Ja, machen gut, kann. muss ja nicht alles in einem Jahr sein, ne? Man braucht ja noch Ziele. Ja. Ja, ich habe Zeit. Okay. Ja. Genau, und dann war ich am letzten Wochenende noch an einem Samstagvormittag, also bevor so alles andere dann losging, so erste, zweite, dritte Liga, war ich bei der U19 von der Eintracht. Ja. Also Frankfurt, die gegen die U19 von Okay. Bayern München gespielt haben. Und es war wie immer, wenn irgendwie die Bayern im Spiel sind, gewinnen halt die Bayern, So selbst sieht wenn das es nicht halt, ja. verdient ist. Und so Ja. war es auch dieses Mal wieder. Das gehört ja zum guten Ton. Genau, also Was ja hat mich jetzt auch nicht weiter überrascht. aus unserer Wiener Brille betrachtet gar nicht schlecht ist, weil die Eintracht ja eher noch ein Konkurrent im Abstiegskampf ist als die Bayern. Die sind ja, glaube ich, Zweiter oder Erster oder Dritter. Eher als die Bayern auf jeden Fall. Sehr gut. Nee, also ich habe jetzt Das hast du freundlich ausgedrückt. die U19-Tabelle jetzt gerade nicht vor mir, aber als ich das letzte Mal geschaut habe, da waren die Bayern, glaube ich, Zweiter oder Dritter oder sowas, ne? Ja, richtig. Ja. Ich sag mal so, die Die Vene, sind oben dabei. die Bayern kriegen die Vene Nee, jetzt aber die Eintracht ist möglicherweise noch, nicht. könnte da unten noch ein Konkurrent sein. Also wenn sie neulich gegen die gewonnen hätten, die Vene, Die sind auf jeden Fall jetzt sind sie wieder punktgleich jetzt. punktgleich, genau, Das hat nachdem sich. die Vene jetzt endlich mal wieder gewonnen hatten nach langer Zeit. Wir schmeißen heute alle Ja, es Kanonen macht ja ins nichts. Also ich Gleichgewicht. meine, das Eigentlich ist der vielleicht Podcast jetzt interessiert auch das ja auch vorbei. Wir mal die waren das Leute, jetzt die hier. sonst nur zum Groundhopping einschalten. Ich grüße an Stimmt. diejenigen, die nur Groundhopping hören möchten. Die kriegen jetzt auch noch so ein bisschen aus den Kategorien ehemalige, aus den Kategorien U19 und was hat man noch? Nachwuchs. Ist egal. Also die kriegen alles. Buntes, ja genau, ja, sehr Buntes, gut. buntes. Wo spielt die? Die spielen da Ich bin auch schon am wieder, Riederwald, ich da bin am auch, ja. Trainingsgelände oder irgendwas. Genau, Okay. ja, im Riederwald. Ja, damit bin ich auch am Ende mit meinen Hopping-Geschichten, sonst habe ich nur Über die Wien-Spiele sprechen wir gesehen, sowieso, über die wir genau. jetzt gleich reden. Ja. Micha, warst du auch irgendwo unterwegs? Hast du irgendwas außerhalb von Wien gesehen? Also außerhalb von Wien Nee. spielen, sagen wir mal. War ich in keinem anderen Stadion. Nee, aber ich war ja einmal auswärts, da werde ich gleich noch erzählen, aber dann kannst du ja mal loslegen. Ja, eigentlich gar nicht so viel. Ich habe auch nur tatsächlich mal wieder die Bayern gesehen. Das erste Mal in dieser Saison. Auch kurz, so kurz vor Saisonende ist schlecht, aber dieses Jahr war ich mit den. Nee, warte mal.
Ja, zumindest in München war ich jetzt dieses Jahr das erste Mal, und zwar gegen Dortmund. Ja, der Plan war eigentlich, da die Meisterfeier mal anzugucken, das habe ich auch noch nie miterlebt, aber die musste ja dann noch eine Woche verschoben werden. Stattdessen gab es dann irgendwie so ein Gefühl von DFB-Pokal erste Runde irgendwie. Also ihr habt das ja sicher auch gesehen oder zumindest das Ergebnis verfolgt. Dortmund hat sich da nicht so berühmt angestellt. Es war insofern ganz witzig, weil ich jetzt zum ersten Mal da diese neuen riesigen Videowände da gesehen habe, die sie wohl, ich glaube, jetzt am Anfang dieser Saison da installiert hatten in der Allianz Arena. Und die sind halt so groß, wenn du jetzt dann halt im Oberrang in der Nord- oder Südkurve sitzt, dann kannst du halt einfach die gegenüberliegende Videowand gar nicht mehr erkennen, weil du kannst nicht drum herumschauen. Die ist halt echt so groß und deswegen haben sie dann an die Rückseite sind dann kleinere Videowände angehängt, nur für die Leute, die da halt eben im Oberrang sitzen. Ich hatte da auch mal ein Foto auf Twitter gepostet. Also es ist schon ein bisschen absurd. Ja, und zwischendurch muss man sich dann halt echt konzentrieren, dass man halt da nicht die ganze Zeit auf den großen Bildschirm dann vor der Nase dann irgendwie guckt, und stattdessen dann halt aufs Spielfeld auch schaut. Was aber ganz schön ist, ich mag das ja eigentlich ganz gerne da, diese Position, weil man hat so richtig so wie so die Taktik-Cam, ne? Weil man halt so weit oben ist und das Spielfeld direkt vor sich hat. Also ich war auch genau mittig hinter dem Tor. Ja, war ganz schön. Und ansonsten, ja, ist ja natürlich immer mal nett, in München zu sein. Sonja, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich sage auch nichts, wie du Es war merkst. Ja. an dem Ich Tag halte auf mich jeden Fall zurück. das bessere Spiel. Genau, ja, also deswegen habe ich ja das Heimspiel gegen Würzburg verpasst in Wiesbaden. Ja, da sprechen wir dann gleich drüber. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch auch mal an die Wien-Spiele. Ich mache mir gerade mal hier eine Notiz. Ich muss mir jetzt mal hier in unserem neuen Tool mal gucken. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schön wie in dem anderen, dass ich mir jetzt hier einfach so einen Kapitelmarker setzen kann. Da muss ich dann noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber gut. Vielleicht haben wir dadurch andere große Vorteile hier. Ja, also, es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele seit dem letzten Mal. War doch ziemlich voll gepackt. Wir hatten ja auch englische Wochen dabei. Es geht los mit dem Heimspiel an einem Freitagabend gegen Erfurt. Ja, zu dem Zeitpunkt hatten die Wehner schon dreimal hintereinander gewonnen. Dreimal 3-1. Und es war die Frage, gibt es ein weiteres 3-1? Antwort, nein. Aber mindestens genauso gut. Kann man das so zusammenfassen? War ja sogar die Steigerung von einem Ja, es 3-1. war nämlich ein 4-2 am Ende, genau. Genau. Zwischendurch stand es mal 3-1, ja. Richtig, und zwar sogar schon zur Halbzeit. Noch 22 Minuten, ja. Genau, ja. Ja, das war auch ein ganz munterer Beginn. Ja, Micha, magst du kurz zusammenfassen? Ja, gerne. Also der Erfurt hat stark begonnen. Also es war jetzt auch, die waren ja relativ abgeschlagen damals auch schon. Der Punktabzug war ja dann auch durch die angemeldete Insolvenz, glaube ich, da auch schon klar. Aber noch nicht offiziell bestätigt. Egal, auf jeden Fall hat Erfurt stark begonnen oder wir haben sie halt auch stark beginnen lassen. Und nach einem ersten Warnschuss, den Kolke da gut pariert, haben sie dann sind sie in Führung gegangen, allerdings nach einem eher harmlosen Schuss, den Kolke so hat reinhoppeln lassen, was man so eben von ihm nicht gewohnt ist. Und was ja jetzt auch schon der zweite größere Patzer von ihm war nach dem Spiel gegen Halle, wo er da unnötigerweise rauskommt. Ja, aber dann hat sich eben auch die fehlende Klasse von Erfurt relativ schnell gezeigt. Also Scheffler war ja, also wie gesagt, das Tor war nach 5 Minuten oder so, das 0-1 und dann haben wir bis zur 22. auf 3-1 gestellt. Also Mockenhaupt mit einem langen Ball, wo der Verteidiger sich verschätzt, den Scheffler dann halt mit der Brust schön annimmt und dann aber auch allein vom Tor steht. Ich meine, das ist bei einem langen Ball, den der Mockenhaupt von der Mittellinie schlägt, natürlich katastrophal Ja. verteidigt. Und auch, ich glaube, beim 2-1 war es dann so, dass
dir, wo sie so ein Trick, ja, es war schon ein Trick, aber er ist dann auf jeden Fall an dem Verteidiger einfach vorbeigelaufen und hat dann auch wieder, glaube ich, auf den Scheffler gepasst und der dann auch wieder freistehend im 16er den Ball halt reingeschoben. Also da hast du einfach gemerkt, dass die, dass das defensiv bei Erfurt überhaupt nicht gepasst hat. Und dann hat Brandstetter noch das 3-1 gemacht nach einer Flanke von Kuhn, was ja eine Zeit lang auch Standard war, dass Kuhn an einem Tor beteiligt ist. Ja, danach haben sie noch ein paar Chancen vergeben. Dann war irgendwie die Luft ein bisschen raus und das Spiel plätscherte so vor sich hin. Man hatte ein sicheres Gefühl, das Spiel zu gewinnen. Ja, bis dann eben das 3-2 fällt und der Anschlusstreffer von Erfurt, das war dann in der zweiten Halbzeit schon, so Mitte zweite Halbzeit. Und dann, wie es dann eben so ist, ja, diese tückische Zwei-Tore-Vorsprung, wenn dann eben der Gegner trifft, dann kriegen die nochmal Rückenwind und man ist dann auf einmal, hat Schwierigkeiten, wieder hochzuschalten. Und ja, ich habe mir dann auch noch gemerkt, dass Pezzoni dann so ziemlich geil so die Chance zum Ausgleich von Erfurt abblockt, also abgrätscht. Ja, da kam er einmal so richtig rein, ne? Genau, da wurde dann so mit den langen Beinen da nochmal den Torschuss auf jeden Fall abblockt. Moment, war das in dem Spiel? War das nicht gegen Meppen, wo er da so? Nee, das war in dem Spiel. Okay. Und ja, und dann gab es ja zum Abschluss noch das kuriose 4-2, was ja erst, was der Linienrichter ja nicht geben wollte. Also war es ja so, dass da auch so ein Durcheinander im Erfurter Strafraum war. Im Endeffekt der Andres dann schießt, Scheffler steht auf der Torlinie und bekommt den Ball an die Hacke oder an die Ferse halt und von da geht er halt rein. Und obwohl Scheffler halt tatsächlich auf der Torlinie steht, ist es halt kein Abseits, weil zwei Erfurter, also einer ist, glaube ich, beim Grätschen noch so ins Aus gerutscht und ein anderer war eben auch noch auf der gleichen Höhe mit ihm, sodass dann die Schiedsrichterin den Linienrichter überstimmt hat und nach Rücksprache oder nach Sprechen das Tor dann eben gegeben hat, was dann, ja, nochmal so ein schöner Schlusspunkt ja. war. Ja. Und wo man dann ihr auf jeden Fall auch ein Kompliment aussprechen muss, weil sie hatte recht. Und der dappische Linienrichter halt nicht. Ja, was heißt dappig, ne? Der hat vielleicht halt Es ist sein Job. Naja, ja, er hatte eine bessere Sicht als die Schiedsrichter. Er sieht halt vielleicht nicht den anderen, der auf der anderen Seite vom Tor im Aus liegt, ne? Quasi hinter Pfosten oder hinter zwei Pfosten. Weiß nicht, ob er den nicht sieht oder wie auch immer sie dann die Situation, aber auf jeden Fall haben sie es ja besprochen und dann halt im Team auch aufgelöst. Also, und das ganz ohne Videobeweis. Also, fand ich gut. Haben sie gut gelöst. Vielleicht hat sie ihn auch gefragt, hast du den einen hinterm Tor liegen sehen? Und dann sagt er, boah. Ja, vielleicht. Wie auch immer es war. Ja, auf jeden Fall zählt es dann und dann dadurch war auch Scheffler dann noch der Torschütze dann am Ende. Genau, also man hat da halt, wie gesagt, Erfurt hat es unseren Jungs recht einfach gemacht, fand ich, zumindest bis zum 3-1. Und man hat da aber halt auch gemerkt, dass es in der Abwehr, ja, es gab ja immer mal so ein Gegentor, da hast du jetzt zwei gefangen, okay, in dem sicheren Gefühl, aber es war so, die Leistung hat gereicht für Erfurt, aber es war jetzt auch nicht berauschend. Also es ist natürlich, war schön mit 6 Toren und so weiter, aber ja. Ja. Man kann da als Trainer auf jeden Fall genug Kritikpunkte zum Ansatz finden. Ja. Ja, meine Hoffnung war ja vor dem Spiel, dass vielleicht mal wieder irgendwann auch mal zu Null gespielt wird, also zu Null bei den Gegentoren. War dann nicht so ganz zutreffend und wie man dann im Folgenden sehen sollte, haben wir es, glaube ich, wird man das mich überlegen? Nee, seitdem auch nicht wieder hinbekommen. Oder schon seit langem nicht mehr hinbekommen. Na gut. Ja, aber jedenfalls die Siegesserie ging da weiter. Das war dann schon der 4. Sieg hintereinander. Und dann ging es die Woche drauf nach Meppen. Sonja, wie ist es in Meppen ausgegangen? Also ich war nicht da, deswegen kann ich nur das sagen, was ich vom... Ich glaube,
keiner von Telekom da, Sport ausgesehen habe. Muss jetzt einer von euch beiden mal berichten. Ja. Genau, nee, das wollte ich nur erwähnt haben, dass ich leider keine Live-Eindrücke habe, aber ja, das Spiel plätscherte so vor sich hin erstmal, nicht so ganz so viel los in der ersten Halbzeit. Und dann kurz vor der Halbzeit kommt Kuhn in Position zu flanken, was ja eigentlich immer sehr gefährlich ist. In dem Fall war es gefährlich, weil ein Meppener, und zwar unser Ex-Spieler Vidovic, dazwischen kam und den so abgefälscht hat, dass er direkt ins Tor gefallen ist. War ein bisschen schade, dass der nicht für Kuhn gezählt hat, weil wir von ihm ja noch auf den Treffer warten, diese Saison. Wurde offiziell als Eigentor gewertet. Aber wir lagen vorne, das war wichtig vor der Halbzeit. Und haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal zwei nachgelegt. Und zwar, das hat mich auch sehr gefreut, nach der Einwechslung von Patrick Funk. Der hat dann zu beiden Treffern, die noch kamen, auch entscheidend beigetragen. Ich glaube, bei dem 2-0 hat er irgendwie so einen langen Pass nach vorne geschlagen. Zwei von uns stehen im Abseits, laufen aus dem Abseits raus und Brandstetter steht wahrscheinlich nicht im Abseits. Es gab ja keine Fernsehbilder, die das aufgelöst haben, aber es sah sehr danach aus, dass er halt von hinten gestartet ist und läuft durch und macht den rein. Und bei dem 3-0 gewinnt Funk, glaube ich, so einen Zweikampf, beziehungsweise er grätscht sich den Ball irgendwie in der eigenen Hälfte und spielt ihn dann nach vorne und dann läuft der Konter. Und Brandstetter legt ihn auf Andrist ab und der macht das 3-0. Und dann, weil du schon gesagt hast, wir können nicht zu null spielen im Moment, fangen wir uns irgendwie kurz vor Schluss noch ein, aber gewinnen trotzdem relativ souverän damit 3-1. Hatten wir wieder unser Standardergebnis, genau. Ja, Patrick Funk tatsächlich, das war sehr erfreulich, kommt rein und hat gleich zwei gute Szenen oder auch einige gewonnene Zweikämpfe und so weiter. Also das war schon eigentlich ein guter Auftritt. Und das Tor war tatsächlich lustig, weil das 2-0, weil der Scheffler und Andrist so ganz gemächlich da irgendwie so aus dem Abseits rausgeschlurft kommen. da musste ich schon schmunzeln, als ich das gesehen habe. Also, dass man als dass das für einen Verteidiger natürlich blöd ist, ne, ist auch klar, ja. Aber gut, müssen sie wach bleiben. Na gut. Ja, Brandstetter startet halt mehr oder weniger durch. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, alles richtig ausgelegt. Es gibt keine Beschwerde. Es sah nicht nach Abseits aus, ne? Ja. Also da hat ja auch Müller noch sein Comeback gegeben dann. Also nach dem 3-0 hat man ja auch direkt gemerkt, dann ging Andrist raus und Diawosi, also dann um Kräfte zu schonen, weil wir da ja dann auch direkt danach das Auswärtsspiel in Chemnitz hatten. Und ja, also was mir dann noch aufgefallen ist, war, dass halt Vidovic, der ja nicht nur das Eigentor gemacht hat, was ja echt unglücklich war, aber also fast jeder unserer Spieler, der einen Zweikampf mit Vidovic hat, und zwar häufig Scheffler, lag danach auf dem Boden und hat sich irgendwie Körperteil gehalten. Also entweder sind sie mit den Köpfen aneinander gerannt oder hat ihnen noch einen Ellbogen mitgegeben oder halt in den Rücken, also das war ständig, das war, ich habe es ja live gesehen, nach dem Zweikampf Vidovic, danach lag unser Mann am Boden, ja. Das war halt wirklich auch da ein Kampf, wo sie wirklich gut dagegen gehalten haben und vorne dann einfach effektiv die Dinger gemacht haben und da einfach, ja, wie gesagt, den Kampf angenommen und im richtigen Moment die Tore gemacht, ja. Ja, alte Schule, ne? Entweder gewinnst du den Zweikampf oder entweder gewinne ich den Zweikampf oder dir tut's weh. Ja. 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 Na gut. Was gab's noch? Genau, Müller wieder da. Andererseits dafür, Rovca ist schon vor dem Spiel, glaube ich, erneut mit Verletzung ausgefallen. Was war da? Irgendwie im Training was, glaube ich, ne? Und Ruprecht ist ja dann in der ersten Halbzeit dann schon wieder verletzt raus. Da kam er dann, oder beziehungsweise in der Pause, und dann kam dann Patrick Funk ja dann für ihn rein. Das heißt, die zwei, die vorher schon verletzt waren und uns fehlten, sind jetzt wieder im Moment raus. Und fehlen aktuell immer noch. Ich glaube, sie sind jetzt wieder im Training oder kommen jetzt wieder ins Training oder sowas, aber diese Woche werden sie sicher noch nicht spielen. Ja gut, also Funk kam für Ruprecht rein, aber Darms ist dann in die Innenverteidigung eben ins zentrale Mittelfeld. Und das war ja überraschend, aber er hat es dann auch überraschend gut gemacht und ich glaube, die haben sich dann auch alle für ihn und mit ihm gefreut. Hat man dann auch gesehen bei dem Torjubel, weil er da ja, auch wenn das der erste Assist etwas glücklicher war, aber er hat wirklich gut gespielt und ja, also war sicherlich hat das Spiel entschieden, ja.
Gut. Und dann ging es zu unserem Nachholspiel nach Chemnitz, was ja, wann war das? Anfang Februar hätte das, glaube ich, eigentlich sein sollen. Nee, ich glaube im März irgendwann. War es erst im März? Oder? Ich dachte, es war im Februar. Das ist. Ich glaube, es war dieses Anfang März, als mal so derbe Ist ja kalt auch war. letztendlich wurscht, jedenfalls, das fehlte halt noch. Und da waren der, weiß nicht, da war ja fast die ganze Liga im Einsatz an dem Tag oder an dem Dienstag, Mittwoch da mit Nachholspielen. War ja fast wie eine normale englische Woche. Und genau, der SVW in Wiesbaden durfte nach Chemnitz und der Michael ist mitgefahren. Ja. Genau, dann, wie war es in Chemnitz? Genau. Ja, also wir sind so früh losgefahren, dass wir schon um 17 Uhr am Stadion waren. Und wir haben dann einfach noch ein bisschen Zeit totgeschlagen. Also wir, das waren Volker und Moni als die Fanbeauftragten, dann noch ein wie hieß denn der? Vergessen, der war auf jeden Fall erst 12. Und ich. Ganz Und kleiner Fanbus. Aber es waren schon noch ein paar mehr ja. Leute da, ne? Ja, wir waren, wie gesagt, das erste Auto, das ankam. Es kamen danach noch andere Autos. Die Supremos, die da waren mit drei Autos, die sind erst zu einer falschen Adresse gefahren, weil es zwei Forststraßen in Chemnitz gab. Aber die kamen dann auch noch rechtzeitig an. Ist dann halt nur blöd, wenn die Hälfte des 34-Mann-Mobs kurz vor deiner Tür kommt. Aber gut, war halt insofern ganz witzig, als dass ich dann, also Moni und Volker haben dann halt auf die Kollegin da, Fanbeauftragte von Chemnitz gewartet und ich bin dann mit dem anderen halt rein, irgendwann so kurz nach 6. Ja, dann waren wir die Ersten im Block. Die Toilette war auch noch zu. Die war noch abgeschlossen, als wir dann da rein wollten. Haben sie gesagt, oh, haben wir vergessen aufzuschließen, kommt gleich jemand. Alles klar. Der Kiosk war auch zu. Und habe ich mir schon so gedacht, so, oh, das ist jetzt aber hier, kommt da auch noch jemand oder wie ist das? Und dann kam aber schon relativ schnell so ein junger Kerl an im himmelblauen Fleece-Pulli und hat dann sich vorgestellt, der wäre der Ricky und ja, also dachte ich, okay, wie geht das jetzt weiter, das Gespräch? Nein, also weil sie mit nicht so vielen Fans rechnen und wir ja nicht so vielen kommen, dann lohnt es sich nicht, den Kiosk aufzuschließen. Deshalb kommt er von dem anderen Kiosk rüber. Also wir sagen ihm dann, was wir bestellen, was wir halt haben wollen und er bringt es dann. Ah ja gut, dann habe ich ihn erstmal aufzählen lassen, was es alles so gibt, um dann ein Bier zu bestellen. Und ja, dann hat er halt uns beiden was gebracht und dann kamen halt, wie es dann halt so ist, die anderen 30 Nach und nach. so halt nach und nach. Und war dann lustig, weil er kam dann so und dann irgendwann so vom Spiel und dann haben wir gesagt, okay, ich komme dann zweite Halbzeit wieder. Ich so, was? Moment. Und dann, ja gut, aber dadurch, dass dann immer noch welche kamen, haben wir dann, musste dann halt ein paar Mal laufen und brachte irgendwann dann halt auch Verstärkung mit. Wir bei uns halt die Bierheinis, die Ja, dann mit ihren Halterungen in den Block kommen, so kam er dann da eben auch. Meine, das war ja dann ganz nett und wenn das ja für die wirtschaftlicher ist, dann ist das ja auch unsere Schuld, wenn wir nicht mit mehr Leuten kommen. Aber ja, auf jeden Fall waren wir da mit den knapp 35 Mann. Und vielleicht zum Spiel. Also wir waren in der ersten Halbzeit, unsere Jungs waren sehr passiv. Chemnitz war gewillt. Wir hatten mit Brandstedt und Andrich auch Chancen gehabt, aber im Endeffekt. Ja, war das wieder, wie sie es jetzt so oft gemacht haben in letzter Zeit. Sie lassen, gucken erstmal, was der Gegner so anbietet, lassen den mal spielen und ja, also irgendwie dachte ich so, okay, dafür, dass wir jetzt oben dabei stehen und dies für dies die letzte Chance ist, ist das zu wenig. Und der Slavov von denen, das war so ein großer Kerl, der hat dann auch jedes Kopfballduell vorne noch gewonnen. Und hat dann auch dazu geführt, dass Chemnitz dann in der ersten Halbzeit 1-0 in Führung gegangen ist. Das war jetzt nach dem Spielverlauf nicht so überraschend. Da muss ich sagen, hat halt Kuhn sehr schwach ausgesehen. Das war ein langer Ball.
und sein Gegenspieler, also er hat einfach schlecht gestanden und ist dann auch noch hingefallen und dann hat sein Gegenspieler eben den Ball angenommen und das Tor gemacht. Das hat er auch gut gemacht, aber trotzdem war da sah Kuhn, wie gesagt, schlecht aus. Das war dann halt bei uns bei der Kurve und waren ja über 6.000, 6.000 Chemnitzer waren da oder 5.000. Das war auf jeden Fall für dienstags ganz gut. Und die haben auch die ganze Zeit Stimmung gemacht. Und in der zweiten Halbzeit waren dann, wären wir in Wiesbaden druckvoller. Und da komisch, also da kam dann Dittgen für Diawusi. Normalerweise ist es ja andersrum, dass Dittgen anfängt und dann Diawusi kommt. Da war es aber so, dass Dittgen das belebende Element war. Und der wirklich dann auch an Toren beteiligt war und da für Schwung gesorgt hat. Und er hat auch relativ schnell Breitkreuz für Pezzoni gebracht, also in der zweiten Halbzeit, dass wir dann da auch mit drei Stürmern gespielt haben und nur noch einem Zentralen. Und da war es dann eben so, dass der Robert Andrich nach einem, es war auch ein Ball, der in den Strafraum kam und der Verteidiger von Chemnitz irgendwie so am Ball vorbeitritt, dann irgendwie dann noch klärt, aber genau dem Andrich vor die Füße und der knallt dann eben vom 16er rein. Zum 1-1, war dann eben auch wieder vor unserer Kurve, das war ganz, ganz cool. Und waren ja so 5 Minuten, wo Chemnitz komplett auseinandergefallen ist, wo dann direkt mit dem nächsten Angriff im Prinzip dann auch die Flanke kam. Ich meine, das war auch wieder von Kuhn. Auf jeden Fall hat Breitkreuz den dann im Fünfer frei einköpfen dürfen. Und kurz drauf hat dann sogar Brandstätter noch nach Vorlage vom Andrist das 3-1 gemacht. Und Dittgen war auf jeden Fall dann auch, ach genau, Dittgen war dann auch beteiligt. Der dann hat, glaube ich, beim 2-1 hat er den Ball nach vorne getrieben, den Pass dann irgendwie aber auch in den Rücken gespielt und dann hat Kuhn die Flanke gebracht und genau Breitkreuz den reingemacht. Und da hast du in 5 Minuten das Spiel gedreht und das war halt wirklich auch für Chemnitz, nicht nur für die Mannschaft, auch für die Fans, so ein absoluter Killer. Also sie haben, die waren mucksmäuschenstill, also komplett. Ja. Da hast du gar nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, wie es bei Telekom dann war, aber also nach dem 2-1 waren die schon so gelähmt fast und die haben ja vorher, wie gesagt, dauerhaft Stimmung gemacht. Wir hatten mit unseren paar Mann wenig Chancen, irgendwie gegenzuhalten, aber nach dem 3-1 haben wir dann die Stille genutzt für uns und haben dann eben noch ein bisschen gefeiert, supportet und so weiter. Und dann hat der Andres noch das 4-1 gemacht und und dann waren die Chemnitzer entsprechend bedient und wir sind dann halt, dem die Mannschaft noch in die Kurve kam, dann freudig nach Hause gefahren und auch vielleicht ähnlich wie Erfurt, halt in kurzer Zeit 3 Tore, Spiel gedreht und gegen halt einen Abstiegskandidaten die 3 Punkte eingefahren. Ja. Und es war tatsächlich auch so kam auch in der Übertragung so raus, ne? Also dass das vorher da ziemlich Rabatz war und da war es plötzlich still. Also der Unterschied war schon sehr markant. Dich konnte man beim Jubeln übrigens auch gut erkennen in den Fernsehbildern. wenn so dann der Zoom auf den kleinen Fanblock dann kam. Wir standen auch Kontakt. Ich habe das so noch in der Form noch nie erlebt, dass wirklich so gar nichts mehr kam. Also vorher dauerhaft und dann gar nichts. Also diese Diskrepanz habe ich in der Form so noch nie erlebt gehabt. Was ich noch ganz lustig fand im Interview, ich weiß nicht mehr, welcher Chemnitzer Spieler das war, der hat dann einfach nur auf die Frage, wie das denn jetzt da so zustande kam oder was er dazu sagt, er meint, ja, stimmt. Ja, der war geil. Dumm sind. Also, ja, was war denn heiß dumm, weil wir sind dumm. Ja, das ist irgendwie, also ich würde
Ja, aber hat er recht, ja. Das war schon geil. Also, es lag aber auch jetzt, ja, also man, damit wertet er vielleicht unsere Offensivqualität ein bisschen ab. Aber es lag jetzt nicht nur daran, dass sie dumm lagen, waren, sondern dass sie unsere schon auch Druck gemacht haben. Aber insgesamt, klar, wenn du halt so lang führst, dann halt so auseinanderbrichst, nur weil es 1-1 steht, da haben sie dann halt wirklich komplett die Orientierung verloren und das war halt dann auch irgendwie dumm, aber wurde dann halt auch eiskalt ausgenutzt. Ne? Du musst dann erstmal die Dinge alle machen. Naja, den hätte halt ein 1-1 auch nicht viel gebracht. Ja, aber das andere hat ja jetzt noch weniger gebracht. Also ich meine, du, wenn du dich halt dann schüttelst. Ja, ja, klar, aber und das. Erstmal guckst, dass du. Aber deswegen waren die halt in dem Moment, glaube ich, platt, als es 1-1 und dann ist ja direkt danach das 2-1 gefallen und dass es dann für die, also für Spieler und Fans irgendwie ein Riesenschock war. Ja. Weil sie gedacht haben, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück, das kann ich schon verstehen. Ja klar, aber das 2-1 fällt ja auch, weil sie da auch komplett ungeordnet stehen. Wie gesagt, der Breitkreuz köpft im Fünfer, Muttersehen allein das Ding ins Tor. Also das, ja. Nachdem der Angriff vom Ditgen eigentlich schon, nachdem der den Rücken spielt und Kuhn den halt noch kriegt, ne? Also wo man sich dann schon ordnen kann. Aber okay, dass sie danach dann da nicht mehr rauskommen, dann das war dann. Aber man muss auch sagen, war schon lästig. Ne? Also ich meine, in der ersten Halbzeit hatten wir ja, ich glaube, fast keine Chance. Und dann wechselt dann der Rehm dann halt nochmal einen zusätzlichen Stürmer ein. Und gut, klar. Dann die Spielweise war dann auch ein bisschen anders und es ging ein bisschen energischer zur Sache. Aber ruckzuck, es gab ja dann auch schon, bevor dann der Ausgleich gefallen ist, gab es ja auch schon, ich glaube, 2 Chancen oder irgend sowas. Und dann rappelt's halt. Ne? Also wie gesagt, kaum, dass du mal so ein bisschen da den Druck erhöhst. Das war schon sehr beeindruckend. Also die zweite Halbzeit war da schon sehr cool. Ja, ja, das war genau. Kann man an der Stelle vielleicht einen kleinen Cut machen und mal uns zurückerinnern, wie die Tabelle dann zu dem Zeitpunkt war. Da hatten wir dann mittlerweile das 6. Spiel hintereinander gewonnen. Und vorne hatten Paderborn und Magdeburg auch zwischendurch mal Punkte gelassen. Das heißt, wir waren dann sogar Zweiter. Immer halt noch vorbehaltlich des einen Nachholspiels, was Magdeburg immer noch hat. Aber bis auf Paderborn waren wir dann auf, ich glaube, bis auf 2 Punkte ran oder sowas. Ich glaube, 2 waren es, ne? Ja, die hatten den Meppen auf jeden Fall unten gespielt beim Nachhinein. Das heißt, und ich glaube, Magdeburg hat dann aber am Mittwoch nochmal gespielt, glaub, wo wir dienstags gespielt hatten. Und da haben die aber, glaube ich, auch unentschieden gegen. Ja, ich glaube, die blieben dann jedenfalls noch hinter uns, sogar noch nach dem Nachholspieltag. So, und dann war natürlich dann hier groß vorlocken, ne? Wenn da jetzt so quasi alles optimal läuft am nächsten Spieltag, da hat man ja schon gerechnet, da könnten wir ja sogar Erster sein, ne? Und das war dann vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen zu viel der Gedankenspielerei. Dann. Gut, sie hatten da ja auch mit Abstand die meisten Tore geschossen. Bei Paderborn lief es da. Genau, die hatten so einen kleinen Durchhänger. Und ja. Und dann haben wir da irgendwie die Rollen getauscht. Genau, aber ja, dann kam das Heimspiel gegen Würzburg und ich hatte ja, also nicht nur, dass ich so immer auf den Sieg hoffe und alles, das ist eh klar, aber dann wäre es auch, hätten wir da noch gewonnen. Das war ja dann der 31. März und dann also alle Spiele in einem Monat und es waren nicht wenige zu gewinnen, das wäre schon cool gewesen, aber so kam es leider nicht. Es gab nämlich stattdessen eine Heimniederlage. Sonja, gibt's davon irgendwas, ja, was man daraus mitnehmen kann? Okay. Dass Fußball manchmal echt scheiße ist. Wieso? Hätten wir da Punkte verdient gehabt? Verdient, naja, nicht so richtig. Aber es war wieder so ein Spiel, da kannst du natürlich Punkte holen. Also von der Konstellation her musst du es eigentlich, aber für Würzburg geht es um nicht mehr so wirklich viel, auch wenn die eine ganz gute Serie, glaube ich, bis dahin hatten. Die hatten auch viele Spiele nicht verloren oder so, bevor sie da zu uns kamen und hatten ja, glaube ich, auch Spiel davor gegen KSC unentschieden gespielt. Seit dem uns also auch schon ein bisschen geholfen. Trainerwechsel lief es bei denen ja wieder ganz ordentlich. Ich meine, da war der Rückstand dann halt schon zu groß, um noch was mit dem Aufstieg zu tun zu haben, aber seitdem funktioniert das da schon wieder. Ja.
Ja, keine schlechte Mannschaft auf jeden Fall. Ja, die erste Halbzeit lief so ein bisschen schleppend dafür, dass es ein Heimspiel war. Ein paar Chancen hatten wir, so an zwei Brandstätter-Sachen kann ich mich erinnern. Aber eigentlich lief es dann schon drauf hinaus, dass wir mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen. Und wir hatten im Block auch schon gescherzt, so ja, klar wird es jetzt ein 0-0 und so. Und dann waren wir aber schon ein paar Sekunden schon drüber über die 45 Minuten, als es dann nochmal eine Hereingabe gab von, also ist irgendwie so eine Art Flanke, flache Flanke, und Mockenhaupt ist eigentlich da dran und will den wegkloppen, und dann sprintet ein Würzburger Spieler dazwischen, schreit ganz laut und fällt um und kriegt dann auch tatsächlich einen Elfmeter. Also erstmal live habe ich gesagt, was für Quatsch, Mockenhaupt war da als erstes dran. Bei den Bildern in der Zeitlupe hat man dann doch gesehen, okay, so klar war es nicht. Also wahrscheinlich hat er dann doch eher nur den Fuß vom Gegner erwischt. Der Gegner, der halt auch sich da reinwirft und schreit wie am Spieß, war auch ein bisschen affig, aber gut, hat halt geholfen. Und dieser Elfmeter, Kolke hat den gehalten, natürlich. Kolke hält immer Elfmeter, war auch, glaube ich, der erste gegen uns in der ganzen Saison. Und der Nachschuss ging dann aber rein, was mich im Stadion extrem geärgert hat, weil es absolut so aussah, als wären unsere da einfach nicht mitgelaufen. Also als hätten die einfach alle kollektiv gepennt. Aber auch da konnte man dann wieder sehr leicht sehen bei den Fernsehbildern, der Spieler, der den Abpraller dann reinmacht, der ist einfach viel zu früh gestartet. Also es gibt ja diesen lustigen Halbkreis am Strafraum, der ja nur für diese Elfmetersituation da ist. Und er steht da in dem Moment, in dem ausgeführt wird, steht er da schon 2 Meter drin. Ja. Das heißt, man hätte den wiederholen lassen müssen. Und da kam irgendwie in dieser Szene alles so zusammen, alles Ärgerliche. Ja, und dann gehen wir halt mit 0-1 in die Halbzeit. Im Spiel nochmal nach. Der Kreis heißt tatsächlich Teilkreis. Und ich glaube, Göbel oder wie das war, der das Tor gemacht hat, der hat das wirklich geschickt gemacht. Der hat sich erstmal auch so. Da gab es so ein ziemliches Gerangel, das hatte ich gesehen auch noch, bevor der geschossen hat, an diesem Rand, wo der Teilkreis praktisch den Strafraum trifft. Da haben die sich so gerangelt. Ja. Und der ist dann insofern geschickt, der ist so parallel zur Strafraumlinie gestartet, sodass er tatsächlich nicht im eigentlichen Strafraum war. Aber er war natürlich dann so direkt hinter dem Schützen, so mehr oder weniger. Und vielleicht hat das deshalb der Schiri auch nicht gemerkt. Und damit hat er aber die entscheidenden 2 Meter Vorsprung. Und gut, der Ball ist, also Kolk hat den halt auch direkt zu ihm abgewehrt, was ich jetzt nicht als Vorwurf verstanden haben will, aber das war halt, dann kam halt nochmal zu dem Unglück dazu. Ja, dass er dem wirklich auch, gut, er hält ihn, was erstmal super ist, aber er wehrt ihn halt leider direkt zentral, also zurück ab. Und kriegt ihn nicht irgendwie zur Seite abgewehrt, was ja dann deutlich ungefährlicher ist. Und dann macht er den halt direkt rein. Ja, Kolke regt sich auf. Und im Nachhinein, ja, also Elfmeter, den musst du schon geben. Das war vom Mockenhaupt ein bisschen, hat einen halben Schritt zu wenig zum Ball gemacht. Und der Stürmer hat das halt sehr clever gemacht. Das war generell bei Würzburg so, dass die, fand ich, da hast du schon gemerkt, dass die mal zweite Liga gespielt haben. Das war recht ausgebufft. Ohne dass das jetzt so portugiesisch schauspielerhaft übertrieben war, mitunter auch, aber ich fand, sie haben es insgesamt sehr clever gemacht. Wo du es gerade so sagst, sind da noch viele aus dem Zweitligakader? Oder ich weiß gar nicht, wie da so der Umbruch war im Sommer. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber es war so gefühlt so eine abgezockte Truppe, die du halt, wo ich so dieses Ding habe, okay, haben die vielleicht auch gelernt. Ja, gut, dann ging es mit 0-1 in die Pause. Und kurz nach der Pause kommt dann auch schon das 0-2. War wieder Mockenhaupt beteiligt. Ja, man hatte eigentlich gesehen, dass wir wollten. Wir hatten auch, glaube ich, bevor das 0-2 fällt, auch eine ganz gute Chance durch Alf, der den nur bei einem Freistoß nur knapp am Knick vorbeisetzt. Und dann kriegt Würzburg so irgendwo so halb draußen einen Freistoß, und der kommt von Mockenhaupt nur so halbherzig abgewehrt, war das, glaube ich, ne? Kommt der am Strafraumrand zu einem Würzburger, und der macht halt einen Aufsetzer, den Kolke nicht kriegen kann.
Und dann rennen wir im zweiten Mal Bis dahin war ich noch relativ entspannt, weil ich dachte, okay, ein 1-0 haben wir jetzt schon echt oft aufgeholt. Aber so 2-0 zurück, das ist dann schon echt schon schlecht. Ja, also es war halt das von Mockenhaupt. Ja. Ja, und wir haben halt dann den Anschluss nicht gepackt. Das war halt, ne? Von Mockenhaupt insofern doof, dass er den halt auch direkt zentral abwehrt, ne? Und da war es dann halt auch wieder insofern unglücklich, dass der, ich glaube, der nimmt den so an und knallt dann aber Volley rein. Also sprich, er legt ihn sich vor und aus der Luft raus, knallt er ihn dann aufs Tor mit auch einer guten Geschwindigkeit. Und das hat einfach den Deckel da schon drauf gemacht, weil wir nicht in der Lage waren, die Würzburger defensiv zu knacken. So richtig. Ja, und so geht das Spiel dann 0-2 aus am Ende. Das Wobei wir noch eine sehr absurde Chance hatten, ne? Glaube ich, so 5 Chancen in einer Szene oder so. Und der geht dann halt auch einfach nicht rein. Das wäre so 20 Minuten vor Schluss gewesen. Und das war dann der Moment, wo du auch denkst, okay, heute klappt es halt nicht mit dem Anschlusstreffer und damit nochmal auf geht's und so. Ja, das war genau. Das war die einzige Chance, wo man das Spiel nochmal hätte spannend machen. Ich glaube, Andres, der erst am Ball vorbeitritt, dann Diawosi, der an den Ball kommt, dann aber Scheffler trifft, wo es einfach auch voll ist im Strafraum und dann der Ball zu Breitkreuz kommt und der dann dem Torwart in die Arme lupft, mir so gefühlt. Das wäre noch was gewesen und natürlich dann ganz am Schluss die Szene, wo es dann aber auf Abseits entschieden wurde, ne? Wo der Ball dann drin war nach der Ecke. Wo es auch keine Fernsehbilder gab. Aber auch so unübersichtlich war. Wo es nicht auflösen kann. So unübersichtlich und ja, also es war. Also Würzburg hat es wirklich gut gespielt, würde ich sagen. Ich fand die Niederlage natürlich sehr ärgerlich und hatte auch nicht unbedingt damit gerechnet, aber wie gesagt, Würzburg hätte gegen Karlsruhe schon gewinnen müssen auch und die haben es auch wirklich wieder, ich fand, es war einfach ein sehr guter Gegner, gegen den du dann eben auch mal verlieren kannst mit einem ungünstigen Spielverlauf, den wir in dem Fall hatten. Oder auch eben das Glück nicht auf den, diesmal hatten wir eben nicht das Glück auf unserer Seite in entscheidenden Situationen. Ja, dann hast du eben das Heimspiel verloren. Dann Kampf um die Tabellenspitze erstmal abgesagt. Zum ersten Mal seit langem kein eigenes Tor geschossen. Ja, okay. Aber dann Abwechslung vom Alltag. Es ging zum Hessenpokal nach Haige, zum TSV Steinbach, wo wir jetzt, jetzt die letzten 2 oder 3 Jahre jedes Mal waren. Letztes Jahr war das ja irgendwie eins der ersten Spiele von Rehm. Und da haben wir nach einem 0-1 5-1 dann gewonnen am Ende. Aber so hat es diesmal nicht funktioniert. Sonja, du warst da. Ich wollte ursprünglich mit, aber das hat dann leider kollidiert mit dem Champions-League-Spiel der Bayern, was dich nicht so sehr interessiert, aber mich dann doch. Deswegen bin ich nicht hin. Aber zunächst mal gab es eine Überraschung bei der Aufstellung. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Überraschung bei der Aufstellung war. Also Micha, weiß ich, hat es so erwartet. Ich habe zumindest auch ein paar Umstellungen erwartet. Es war dann aber relativ krass, weil wirklich eine B11 gespielt hat. Ja. Es waren von denen aus dem Würzburg-Spiel waren, glaube ich, nur Dahms und Diawosi in der Startaufstellung auch. Und sonst halt komplette B11. Ja, genau. Also alles dürfte mal so ran. Fand ich aber relativ sinnvoll, muss ich sagen. Ja, also hätte ich wahrscheinlich ähnlich gemacht, bis auf 2, 3 Positionen, glaube ich. Weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich hatte es auch tatsächlich im Forum so, jetzt nicht so angekündigt, aber ich hatte mir überlegt, okay, wer ist regelmäßig im Kader, spielt aber nicht und habe dann eben, ja, was war denn der Akoto, Redemann, Watkowiak im Tor, Funk, Blacher, Notnagel, dann hat er sogar Lorch gespielt, der sein Comeback gegeben hat. Und dann halt so, ich glaube, Ditgen, Diawosi, die ja oft so im Prinzip die sich das ja so im Prinzip abgewechselt haben. Von den Minuten Breitkreuz hat, glaube ich, angefangen. Und ja. Ja, da wurden noch eingewechselt, wurden, glaube ich, noch Schwadorf, Müller und Martinovic oder irgend sowas, ne? Ja, genau. Da hat man es dann halt dann gesehen, trotz Rückstands wurden die da ja eingewechselt. Also es war dann das war die ganz klare Vorgabe da schon.
Also nicht für die, die spielen, aber halt die erste Elf. Die gespielt haben, haben es aber anscheinend dann nicht gemacht. Ja. Ich meine, man kann ja sagen jetzt, achso, vielleicht bevor wir es jetzt völlig übergehen, Sonja, kannst du vielleicht ganz kurz das Spiel, ja, wirklich nur 2, 3 Sätze, ich glaube, so ergiebig ist es auch alles nicht. Nee, also war dann auch relativ klar. Eigentlich haben wir ganz gut angefangen und so ein bisschen reingefuchst, hatten so ein paar Chancen oder Halbchancen vorne durch Diawosi. Dachtest du, okay, das ist jetzt halt eine Mannschaft, die auch nicht noch nie richtig zusammengespielt hat. Die findet sich jetzt erstmal so langsam. Und dann gab es so einen Nackenschlag aus dem Nichts. Da kam ein langer Ball von Steinbach nach vorne und Akoto will ihn zurückköpfen zum Torwart, zu Watkowiak. Und der ist aber schon auf dem Weg nach draußen, um den Ball abzufangen. Und der geht dann sehr quälend langsam, geht er dann ins Tor, halt richtig beschissenes Eigentor. War einfach, weiß nicht, er hatte nicht rufen gehört und einfach ein saublödes Missverständnis. Hexenkessel dann, von Heige kannte man das wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Dann 2 Minuten später noch in der Verwirrung gab es dann einen Freistoß, so irgendwie so kurz hinter der Mittellinie für Steinbach. Und da pennen wir halt komplett. Also der wird dann schnell ausgeführt, dadurch ist dann die Seite frei, Hereingabe 2-0. Und damit war das dann eigentlich auch erstmal durch. Dann standen wir erstmal neben uns da mit der neu zusammengewürfelten Mannschaft und auch zweite Halbzeit. Muss man sagen, okay, gekämpft haben die irgendwie von uns dann auf dem Platz standen, aber es gab dann auch viele, viele Standardsituationen und keine ist wirklich gefährlich geworden. Also Steinbach hat einfach alles auch wegverteidigt. Gut, muss man auch sagen, für die ist es natürlich das Spiel des Jahres, da ins Finale kommen zu können. Wir haben es halt so ein bisschen abgeschenkt, obwohl man natürlich die Hoffnung haben muss, dass auch so eine zweite Mannschaft von einer Drittligatruppe es vielleicht auch mit einem Regionalligisten mal aufnehmen kann. Aber es waren wirklich diese 2 entscheidenden Szenen und danach haben wir nicht mehr hingekriegt, leider. Ja, das so mit dieser B11 oder auch so dieses In-Kauf-Nehmen, dass es halt vielleicht nicht funktioniert, lässt sich halt auch dadurch erklären, dass wir den vierten Platz so ziemlich sicher haben in der Liga. Sprich, die DFB-Pokal-Teilnahme ist auch ohne Hessen-Pokal sehr wahrscheinlich. Also das müsste jetzt schon arg schief gehen. Von daher kann man auch verstehen, wenn Rehm dann sagt, okay, da ist mir jetzt schon, beziehungsweise Spielpraxis für die Reservisten wichtiger, als da jetzt halt mit der ersten Kapelle dann gucken, dass man das auf jeden Fall gewinnt. Ist natürlich, klar, wir alle lieben den Hessen-Pokal und wären doch liebend gerne ins Finale und hätten da den Titel verteidigt. Aber man kann es nachvollziehen, dass der Trainer da jetzt halt anders entschieden hat. Ja, also ich fand es absolut richtig und im Nachhinein muss man halt sagen, dass Steinbach ist natürlich eingespielt im Gegensatz zu unserer B11 und sie haben wobei die auch ein paar Ausfälle hatten, meine ich, gelesen zu haben. Ne? Also ja, trotz alledem sind sie eingespielter gewesen als das, was wir da aufgestellt haben. Und sie haben natürlich die deutlich höhere Motivation gehabt. Und es war auch ihr Platz. Also im Prinzip kann man auch da sagen, egal, muss man trotzdem gewinnen. Und ich hätte mir auch mehr erwartet von der zweiten Reihe sozusagen. Aber gut, auch da, wie Sonja sagt, ein blödes Eigentor, das eben so den vom Spielverlauf natürlich katastrophal war, aber es hat sich das fortgesetzt, was du gegen Würzburg schon nicht geschafft hast. Du hast nicht wirklich den Gegner unter Druck setzen können, du hast nicht wirklich ein strukturiertes Offensivspiel gehabt anscheinend und das war ja gegen Chemnitz bis auf die 5 Minuten genauso. Nachher, wie gesagt, mir ist es, was das angeht, eigentlich egal, weil Köln und Rostock, das sind ja die Verfolger in der Tabelle, gewinnen ja nicht mehr. Und ich glaube, selbst wenn du jetzt keinen Punkt mehr holst, wirst du Vierter. Es könnte reichen, ja. Und so war es ja jetzt auch zuletzt. Du hast ja den Rückstand, der Rückstand hat sich ja nicht großartig verringert, obwohl du jetzt zweimal verloren hast. Ja, genau, also nee, da droht wohl keine Gefahr mehr von Platz 5 abwärts. Genau, deshalb dachte ich auch, hier da Kräfte schon und dann Münster schlagen. Ja. Ja, aber also andererseits ärgerlich ist es halt schon. Ich meine, du hast Steinbach, also Heiger ist jetzt nicht so weit weg, da waren auch zahlreiche Fans aus Wiesbaden halt mit dabei.
die du da dann zwangsläufig irgendwie auch enttäuschst. Und du siehst dann eine zweite Mannschaft, von denen einige ja zumindest auch regelmäßig im Kader sind oder mal eingewechselt werden, die halt dann nicht wirklich viel hinkriegen. Also ich muss an einer Stelle sagen, dass ich nicht so glücklich fand, dass Lorch irgendwie 90 Minuten durchspielen musste auf der Sechserposition, weil der kommt aus einer ewig langen Verletzung und war dann auch viel damit beschäftigt, irgendwie so für sich wieder Sicherheit zu gewinnen und so. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ob man da nicht hätte sagen können, hier, hör mal, Andrich, du warst jetzt 3 Spiele lang raus vorher und jetzt führ uns hier mal ins Pokalfinale, hast eh was gut zu machen. Das stimmt. Das fand ich ein bisschen unglücklich und vielleicht, dass man halt auch, also ich bin immer kein Freund davon, irgendwie so im Pokal den Torwart zu wechseln. Und da muss man jetzt natürlich auch sagen, mit der Szene zum 0-1, Kolke hätte da wahrscheinlich so laut gebrüllt, dass dem Akoto irgendwie die Frisur um die Ohren geflogen wäre. Und dann wäre der weggeblieben vom Ball. Also das sind vielleicht die zwei Positionen, die ich jetzt nicht unbedingt in die Richtung verändert hätte. Das kann man natürlich im Nachhinein dann auch schlau sagen, aber das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten dann. Ja, ich glaube, für den Kolke wäre es tatsächlich machbar gewesen, aber ich fand es auch gut, dass der Ersatztorwart, dass man den mal sieht. Bei Lorch gebe ich dir recht, das ist tatsächlich, war jetzt überraschend und ist auch die Frage, wie sehr ihm das hilft, ja. Was ich noch anmerken wollte, ich hatte mir dann ja auch Sevilla gegen Bayern angeguckt im Living in Hahn, das ist ja direkt am Busbahnhof, und nachdem das rum war, habe ich mit dem Kumpel dann noch draußen gestanden und es war ganz angenehm da von der Temperatur und haben wir dann noch gequatscht und während wir da am Quatschen waren, hält auf einmal da ein Bus, wo ich sehe, steht für Volker vorne drin, ne? Da kam gerade der Fanbus aus Heide. Und der Volker, sollen wir dich mitnehmen? Ich so, nee, alles gut, ich will mein Auto da. Und da kamen gerade die enttäuschten Nasen aus Heiger wieder und haben sie dann kurz berichtet und dann, sind sie weitergefahren und ich dann auch nach Hause, ja. Tja, so, dann, das war dann im Prinzip das zweite 0-2 in kurzem Abstand. Okay, dann sagt man, naja, gut, das war jetzt die B11 und die Ersten, die haben sich jetzt geschont und jetzt gegen Münster, da greifen wir jetzt neu an. Für Münster, die sind im Prinzip, für die geht's schon fast um nichts mehr. Die brauchten, glaube ich, jetzt noch irgendwie vielleicht jetzt noch 1-2 Punkte irgendwie aus den letzten Spielen, um sicher gerettet zu sein und so weiter. Da sollten wir doch wieder gewinnen. Vorher gab es auch irgendwie ein Interview oder einen Artikel irgendwie im Wiesbadener Kurier, wo Brandstätter dann auch meint, in Münster knallt es wieder. Mhm. Das ist im Nachhinein natürlich eine sensationelle Schlagzeile oder Titelzeile. Weil es hat ja tatsächlich geknallt, aber glaube anders, als er sich das vorgestellt hat. Du willst jetzt hoffentlich aufs Spiel hinaus, oder? Ja, gut. Nee, ich möchte, wir sind nur nicht in der Kategorie Buntes. Nee, ich dachte eher an was Politisches, aber okay. Ach so, nein, um Gottes Willen, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Diesen schrecklichen Anschlag da, oder was heißt Anschlag, also dieses Fahrzeug, was da in die Menschenmenge gefahren ist, was ja wirklich tatsächlich direkt nach Abpfiff war. Das wollte ich nicht ansprechen. Ich meinte eher, dass der gute Robert Andrich sich mal wieder hervorgetan hat. Irgendwie gegen Ende der ersten Halbzeit. Ja. War's, ne? Ja, genau, kurz vor Halbzeit. Und nach einem Zweikampf, der irgendwie nicht so ausgegangen ist, wie er sich das wünschte, der irgendwie wieder so leicht nachtritt, ähnlich wie es vor einiger Zeit schon mal gemacht hat, oder wie es eigentlich schon öfter macht und recht häufig kommt er damit davon. Vor ein paar Wochen gab es mal Rot, musste 3 Spiele aussetzen und das hat ihn aber jetzt irgendwie nicht an seiner Spielweise geändert. Nämlich diesmal gab es wieder so ein leichtes Nachtreten und auch der Schiedsrichter meinte, das ist Rot. Kann man sicher vertreten. Wenn du gnädig bist, geht es vielleicht auch mit einem Gelb durch, aber im Prinzip darf man sich über einen Roter jetzt eigentlich nicht beschweren. Und das heißt, schon in der ersten Halbzeit in Unterzahl und Zahl im Überfluss dann auch noch direkt mit dem Pausenpfiff eigentlich das 0-1. Als dann so ein Freistoß
ja, so eine Flanke, aber halt zum Tor hingezogen, immer lang und länger wird, keiner kommt dran. Und Kolke muss natürlich auch gucken, kommt einer noch mit dem Kopf oder sonst irgendwie dazwischen, und am Ende wird es für ihn auch zu lang und der schlägt halt genau neben den Pfosten ein. Ja, die erste Halbzeit war auch insgesamt ziemlich mies von uns. Da ging eigentlich nicht viel nach vorne, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Die zweite Halbzeit war dann besser. Also da haben sie dann schon Druck gemacht, hatten auch Chancen. Aber es wollte wieder nichts rein. Trotz Unterzahl eigentlich ein gutes Spiel dann. Okay, sie waren natürlich dann auch extrem, in hinten war es dann extrem riskant. Also sie haben im Prinzip dann mit drei Mann verteidigt, dass sie vorne halt genug haben. Und da gab es dann halt auch dann gerade gegen Ende dann ständig Konter von Münster. In Überzahl, wo dann halt immer, weiß nicht, entweder der letzte Pass war schlecht oder es stand einem Abseits oder einer von uns kriegt noch irgendwie einen Fuß dazwischen oder sowas. Also sie haben ihre Konter auch verheerend schlecht ausgespielt, sonst hätte es da eigentlich auch noch einen weiteren Treffer mindestens geben müssen für Münster. Und dann in der Schlussphase kriegt dann Brandstätter dann auch noch gelb-rot. Der hatte, glaube ich, irgendwann schon in der ersten Halbzeit ein Gelb für Meckern bekommen und dann irgendwie für ein leichtes Foul, was halt auch nochmal gelb war, geht auch noch vom Platz. Also da kam dann wieder viel zusammen. Ja, also eigentlich schöne Scheiße. Und jetzt ist man halt, ja, nachdem jetzt die beiden Führenden wieder in die Erfolgsspur gefunden haben, können wir uns jetzt eigentlich vom direkten Aufstiegsplätzen eigentlich dann so langsam verabschieden. Wollt ihr noch was zum Spiel sagen, bevor wir auf die Tabelle gucken? Ja, also Münster war katastrophal. Also es war ein schwacher Auftritt. Es war in der ersten Halbzeit kein Zug zum Tor. Es war kein erkennbares Zusammenspiel. Aber was noch, ja, Von uns jetzt. natürlich, Münster ist mir ja egal. Ja. Nee, weil du sagtest, Münster war katastrophal. Also das Spiel unser in Spiel in Münster. Münster von Ja. Ja, dem Verein, um den es hier geht. Also wir haben, und aber was noch schlimmer war, was mich noch mehr genervt hat, war diese defensive Unordnung. Also sie haben es, und ich glaube, das hat auch dann dazu geführt, dass wir nicht wirklich mal einen Gegenstoß machen konnten. Also was uns ja so stark gemacht hat, waren ja diese Gegenstöße auch, ne? Und wenn du natürlich aber defensiv das nicht verteidigt bekommst, sodass du den Ball nicht eroberst, und zwar so eroberst, dass du ihn sauber zum Mitspieler spielen kannst und eben diese Umschaltbewegung sich in Gang setzt. Wenn das Ballerobern darin besteht, dass du den Ball mit einem Befreiungsschlag aus deiner Hälfte bolst, dann ist natürlich auch klar, dass er in der Regel wieder weg ist. Und das fand ich ganz schlimm. Und wie gesagt, wir haben oft schwache erste Halbzeiten gespielt, aber das kannst du halt nicht dauerhaft machen. Zumindest nicht, wenn du aufsteigen willst. Und wenn dann noch diese Undiszipliniertheiten dazukommen, also A, Andrich und B, Brandstätter, der sich halt in der ersten Halbzeit so aufregt über diesen einen Zweikampf, wo vorher schon abgepfiffen war, das geht halt auch gar nicht. Ich meine, gut, wenn er die gelbe Karte kriegt und danach, ich meine, das war in der 85., da war der Käse eh mehr oder weniger gegessen, aber trotz allem war es unnötig. Und hätte er dann nochmal was gerissen vorne. Aber dann zu sagen, okay, wir haben es dann mit 9 Mann zumindest versucht. Nee, scheiße, das kannst nicht jedes Mal die erste Halbzeit abschenken. Das hast du in Chemnitz gemacht, das hast du, gut, gegen Würzburg würde ich noch sagen, da war der Gegner wirklich gut, aber du kannst doch nicht immer warten, bis du 1-0 hinten liegst oder in der zwei nur eine Halbzeit dann Gas geben. Also wie stellen die sich das denn vor? Das kann doch auch nicht sein, dass das jetzt ständig passiert. Das nervt mich. Ja, absolut, zu Recht. Und im Ergebnis eine richtige Kackwoche jetzt gehabt, mit drei Niederlagen, dreimal kein Tor geschossen. Da kann man sich jetzt halt auch gerade so ein bisschen so das Selbstvertrauen oder die Stimmung halt kaputt machen, ne? Jetzt so, wenn es auf die letzte Etappe geht. Ja, also ich weiß jetzt nicht, das war jetzt für mich defensiv und offensiv nichts und dazu noch Undiszipliniertheiten. Also das ist ganz, also wenn das jetzt nicht der Rehm als Trainer wäre, dann würde ich sagen, was ist denn da jetzt los? Weil das ist irgendwie so, da war jetzt auf keiner Ebene irgendwas, wo ich sage, ja, das gibt mir irgendwie Hoffnung.
Ja, das ist jetzt wirklich die große Frage. Machen wir vielleicht gleich jetzt beim Ausblick auf die restlichen Partien. Ja. Aber ja, jetzt ist im Prinzip so unsere Rückschau sehr zweigeteilt. Also erst noch so die Fortsetzung der Siegesserie und dann im Prinzip so der harte Cut und jetzt drei schon eher herbe Niederlagen mit dem Pokal. Ja, okay, dann gucken wir doch mal auf die Tabelle, oder? Ja. Könnte noch was ergänzen? Ja. Die sah auch schon mal besser. Also es ist ja nicht... Die Tabelle ist immer noch okay. Ja, sah zwischenzeitlich schon besser aus, aber könnte doch tatsächlich deutlich schlimmer sein. Immerhin hat jetzt am letzten Spieltag Karlsruhe zum ersten Mal seit Ewigkeiten verloren. Und zwar in Magdeburg. Was dann halt jetzt zur Folge hat, dass Paderborn sowieso, die jetzt wieder im Schwung sind offensichtlich. Also zumindest haben sie gerade mal Jena mit 6 Toren weggeballert. Aber ja, davor ja auch Aalen. Aalen haben sie auch schon so abgeschossen. Ja, da haben sie auch. Was haben sie da gewonnen? 4? 5-0 in Aalen. Der liebe Himmel. Ja, ja. Ach ja, richtig, genau. 5-0 war das sogar. Ja, das heißt, die haben da jetzt plötzlich dann 75 Tore jetzt schon da auf der Plusseite. Da müssen wir uns anstrengen, wenn wir da wieder hinterher wollen. Aber gut, das ist jetzt nicht das Hauptthema. Ja, also Paderborn, Tabellenführer mit 70 Punkten, Magdeburg, oder Magdeburg, wie die, glaube ich, sagen, 67 Punkte auf Platz 2 und noch ein Spiel weniger. Und dann kommen wir auf Relegationsplatz, auf dem Relegationsplatz 3 mit 62, dicht gefolgt von Karlsruhe mit 61. So, jetzt außer dem einen Punkt haben wir natürlich dann auch noch eine um 20 Tore bessere Tordifferenz als Karlsruhe. Die kann vielleicht auch noch entscheidend sein, also so eng wie das zugeht. Danach ist eigentlich dann schon hier die große Lücke. Jetzt Fortuna Köln hat jetzt 53, das heißt, die haben 9 Punkte Rückstand jetzt auf uns. Bei noch 5 Spielen, das ist, also ich sag mal, wenn's Torfeld, das kommt noch dazu. Also ich sag mal, wenn es ganz extrem läuft, dann könnten sie vielleicht einen von beiden, also von Wien oder Karlsruhe noch abfangen, aber sicherlich nicht beide. Also für die ist das Thema durch. Und Rostock dahinter sowieso. Ja, das heißt, den ganzen Mittelbau der Tabelle, der ist jetzt, den brauchen wir jetzt nicht im Detail angucken, vielleicht noch eben einen Blick in den Tabellenkeller. Erfurt hat man vorhin schon angesprochen, da war es ja so, dass die, ich glaube, einen Tag vor dem Spiel gegen uns hatten die einen Punkt abgezogen bekommen wegen irgendwelchen Verstößen gegen die, Lizenzierungsauflagen oder bla bla bla. Und nachdem das dann rechtskräftig war und da sowieso die Situation schon auch sportlich nicht gut aussah und finanziell sowieso nicht, dann haben sie dann auch Insolvenz eingereicht. Das heißt, nach den Regularien gibt es dann 9 Punkte Abzug oder Insolvenz angemeldet, so heißt es korrekt, ne? Das heißt, gegen die haben sie auch keinen Einspruch mehr eingelegt, gegen diesen Punktabzug, was sie noch hätten tun können. Entschuldigung. AS Rom führt gerade 3-0 gegen Barcelona, ich finde. Oh, 3-0 jetzt? Ich habe gerade gesehen, dass es 2-0 war. Ich habe es sogar noch gar nicht hier. Oh, das wird aber jetzt ganz schön haarig hier. Sehr gut. Aber Liverpool hat gerade das 2-1 in Manchester gemacht, sehe ich. Ja, Liverpool ist durch und Basel ist momentan raus. Aber gut. Also Erfurt genau. Ist auch raus. Also, Erfurt damit weg. Der Drittliga-Dino, der einzige Verein, der jetzt die kompletten, wie viel sind es jetzt? 10 Jahre, ne? Durchgehend in der dritten Liga dabei war, wird absteigen. So. Dann ganz frisch Chemnitz, also beziehungsweise ganz frisch, ganz überraschend kam es auch nicht mehr, weil es auch schon irgendwie angekündigt war, aber die haben jetzt auch heute Insolvenz angemeldet. Vermutlich
Das ist natürlich die spannende Frage. Hätten sie es noch irgendwie, wenn sie jetzt sportlich noch die Chance gehabt hätten, den Klassenerhalt zu schaffen, ob sie es dann noch irgendwie hätten hinbiegen können oder wollen? Mit ihrer Insolvenz, weiß ich nicht. Jedenfalls, die haben auch Insolvenz angemeldet. Das heißt, da wird es dann auch 9 Punkte Abzug kriegen und damit sind die auch weg. Das heißt, da haben wir 2 Absteiger, stehen dann schon fest. Bleibt noch Werder Bremen, die zweite Mannschaft, die aber auch nur noch sehr, sehr theoretische Chance haben bei, was sind es, 13 Punkten Rückstand und 5 Spielen. Und 5 Spielen, also das steht dann nächstes. Genau, das steht am, ja, am Samstagabend wird das dann wohl feststehen. So, das heißt, sofern jetzt nicht noch irgendwie jemand anders, keine Ahnung, keine Lizenz beantragt oder freiwillig zurückzieht, oder auch so wie 1860 letztes Jahr aus der zweiten direkt durchrauscht in die Regionalliga. Da käme ja so Kaiserslautern in den Sinn, bei denen das schon mal irgendwie im Gespräch war, ob die überhaupt eine Lizenz für die dritte Liga kriegen würden, sollten sie absteigen. Aber wenn sowas nicht passiert, dann wäre dann Werder Bremen der dritte Absteiger und da wäre das Abstiegsthema schon 4 oder 5 Spieltage vor Schluss schon vollständig geklärt. Das hat man, glaube ich, auch so noch nicht, ne? Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber kann mich nicht erinnern, dass das so früh schon der ganze Abstiegskampf erledigt war in der dritten Liga. Habt ihr auch nicht jetzt irgendwie parat? Ja, ziemlich langweilig, ne? Ja, sind so gesehen ein bisschen fad tatsächlich, ja. Ich meine, so spannend wie es ist. Ja, wenn du überlegst, dass die direkten Aufsteiger auch bald feststehen könnten. Ja, auch das könnte schon bald sein. Je nachdem, wie es, ich meine, gut, ist jetzt mit Karlsruhe und uns halt jetzt so weitergeht. Aber momentan sind es jetzt mal Paderborn 8 Punkte Vorsprung. Das ist am Ende vielleicht das einzig Spannende, ne? Naja. Platz 3 und 4. Genau, das wird jetzt so das große Ding jetzt wahrscheinlich so für die letzten Spiele. Dadurch, dass Karlsruhe ja immer sozusagen uns folgt im Spielplan, haben wir auch fast die identischen Gegner. Gucken wir doch mal drauf, was da jetzt noch so kommt. Für uns geht's jetzt am kommenden Freitag im Drittligaspitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Das ist dann im Prinzip die allerletzte Chance, nochmal Magdeburg ein bisschen auf die Pelle zu rücken und zumindest eine theoretische Chance auf einen direkten Aufstiegsplatz zu wahren. Wenn wir da nicht gewinnen, ist der direkte Aufstieg damit durch, oder? Da sind wir uns einig. Ja. Ja, glaube ich, da gibt's nicht viel zu diskutieren dann, ne? Sollten wir gewinnen, könnten wir nochmal drüber reden. Also ich denke, wenn wir in Magdeburg. Ja, also wenn Magdeburg bei uns gewinnt, dann sind es ja für uns nur noch 4 Spiele, aber auf jeden Fall 8 Punkte auf Magdeburg und vielleicht sogar 11 auf Paderborn. Und Magdeburg hat noch das Nachholspiel eine Woche später, also dann könnte das durch sein und also könnte Abstieg und Aufstieg entschieden sein, da geht es nur noch um Relegationsrang. Und wenn wir es gewinnen, sind wir 2 Punkte hinter Magdeburg und wird das nochmal heiß, ja. Nicht gewinnen, ja, genau. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall ein richtiger Knaller jetzt am Freitagabend unter Flutlicht, unser letztes Flutlichtspiel, eventuell, sofern wir nicht in die Relegation kommen, da hätte man natürlich dann nochmal Flutlichtspiele. Dann geht's die Woche drauf nach Rostock, die jetzt auch gerade richtig durchhängen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele die jetzt am Stück nicht mehr gewonnen haben. Oder auch sogar verloren. Also die haben jetzt auch gerade eine richtig schlechte Serie, nachdem sie uns jetzt zwischenzeitlich relativ dicht gefolgt sind. Aber die haben jetzt, weiß ich nicht, bestimmt 5, 6 Spiele oder sowas nicht gewonnen, glaube ich. Gerade mal gucken. Darf gerne so bleiben. Wo hab ich's? Ja, natürlich. Jetzt will ich doch gerade nochmal schauen, was die da in letzter Zeit hatten. Okay. Ja, die haben nicht mehr viel, die haben nichts mehr gewonnen, aber die haben auch. Ja, stimmt, auch verloren, irgendwie 1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1, 2-3, 0-1, 1-1. Ja, der letzte Sieg ist tatsächlich aus dem Februar gegen Magdeburg.
Aber da jetzt tatsächlich jetzt irgendwie lauter Unentschieden und ein paar Niederlagen dazwischen. Das wird uns ja auch nicht helfen, wenn wir Und wie ich Rostock sehe, Energie gerade spielen, haben sie so. jetzt in ihrem Landespokal gegen den Greifswalder FC heute Abend 4-0 gewonnen. Ja. Okay. Ja, das habe ich auch gelesen, dass ich glaube, es können maximal 9 Teams werden aus der dritten Liga, die im DFB-Pokal teilnehmen nächste Saison, weil sehr viele aus den Landespokalen schon ausgeschieden sind. Und von den Teams, die halt noch dabei sind, sind halt eben auch, ich glaube, Karlsruhe, Paderborn und Magdeburg dabei, die es ja über die Liga wahrscheinlich Ja. schaffen. Von daher sind es überraschend oder sind es wieder sehr viele, die es eben auch jetzt einfach wieder verkackt haben und definitiv nicht Ja, dabei wobei sind. 9 fände ich schon ganz schön viel. Also ich glaube nicht, dass jedes Jahr 9 aus der zweiten, aus der dritten Liga dabei sind, oder? Ja, aber 4 sind ja auf jeden Fall Ja. dabei. Die Liga. Ja, gut. Ja. Ja. Also ich finde dann 9 jetzt nicht gut. Manchmal hast du dann ja auch die Drittliga-Duelle in dem Landespokal. Je nach Auslosung eben. Aber ja, also ich, klar, du hast jetzt nie 20, klar, oder 15, aber Ja, also ich so habe ein. jetzt hier nicht geschaut, wenn ich so die letzten Jahre glaube ich, also 9 waren es, glaube ich, nie. Das kommt mir viel vor, die Zahl. Aber egal. Das würde ich anfechten. Lass uns eine neue Wette machen. Okay, warte mal. Nö, brauchen wir nicht wetten, da können wir direkt nachgucken hier. Das habe ich nämlich relativ schnell parat. Also ich meine, so 10, 12 sind es meistens so schon, aber. So, also diese Saison. Live-Recherche bei niemals erste Liga. Diese Saison waren es 4 über die Liga und dann aus der dritten Liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, doch. Ja, Ja. da sind wir schon bei 11, ja, hast du recht. Okay. Ja, es sind dann doch einige. Okay. Gut. Dann, ach so, vielleicht gerade, wo wir gerade beim Stichwort Landespokal waren, dann vielleicht noch eine Ergänzung. Jetzt das Endspiel im Hessenpokal lautet dann jetzt, also TSV Steinbach gegen Hessen Kassel, ne? Einen kleinen Vorteil, oder was heißt Vorteil, oder zumindest ein Problem spart man sich jetzt vielleicht dadurch, dass wir da nicht im Endspiel sind, weil das Endspiel, also dieser Finaltag der Amateure, der ist auf Pfingstmontag gelegt, das ist der 21. Mai. Und die Relegationsspiele sind voraussichtlich, also zumindest war es die letzten Jahre immer so, wenn man es jetzt mal so ableitet, wären das wahrscheinlich dann der Freitag, der 18., das Hinspiel und dann am Dienstag, den 22., das Rückspiel. Das heißt, da hätte man auf jeden Fall irgendwie eine Kollision gehabt, weil man sicherlich nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Pflichtspiele hätte. Das hat sich dann jetzt damit erledigt, sofern wir jetzt halt Relegation spielen würden. Okay. Ja, also Hansa haben wir dann als nächstes. Die spielen halt jetzt vorher gegen Karlsruhe. Dann geht es weiter Heimspiel gegen Zwickau. Ja, gut. Da kann es kein Vertun geben. Das Spiel musste gewinnen. Oder da kann es nichts anderes als einen Sieg geben zu Hause gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Die schon sicher gerettet ist. Oder was heißt gerettet? Also sicher in der Liga bleibt und fertig. Dann nochmal, möglicherweise nochmal einen Knaller, nämlich auswärts in Paderborn. Das ist der vorletzte Spieltag. Ich würde ja ziemlich stark vermuten, dass Paderborn bis dahin schon sicher aufgestiegen ist. Das heißt, die können dann lustig sich darauf konzentrieren, ihr letztes Heimspiel abzufeiern und hoffentlich Revanche, also aus ihrer Sicht natürlich hoffentlich Revanche für die 4-0-Klatsche aus dem Hinspiel zu nehmen. Während wir wahrscheinlich oder aller Voraussicht nach dringend einen Sieg brauchen, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Das könnte interessant werden, wie das dann ausgeht. Und dann am letzten Spieltag haben wir ein Heimspiel gegen Aalen. Ja, da
hoffen wir mal, dass es dann noch tatsächlich, dass wir da noch aus eigener Kraft irgendwas bewegen können. Also vermutlich dann den dritten Platz dann, um den noch kämpfen. Ja, und dann könnten wir dann eventuell dann die Woche drauf eben diese beiden besagten Relegationsspiele haben gegen irgendeine Mannschaft aus der zweiten Liga. Die zweite Liga, die treibt es dieses Jahr wirklich ja ganz bunt. Wir haben es letztes Mal schon mal angesprochen und es gab ja zwischenzeitlich mal so, haben Leute den Tabellenrechner angeschmissen und ich glaube nicht weniger als von Platz 4 bis Platz 17 oder sowas alle am Ende auf die gleiche Punktzahl gerechnet, ne? Das, ja, ich glaube jetzt am letzten Spieltag gab es glaube ich 6 oder so. Ja, genau. Das was so ziemlich dem Leistungsstand, glaube ich, der zweiten Liga entspricht. Ja, aber vielleicht kurz, also zu unseren Spielen. Ich bin mir nicht sicher, aber weil ich es jetzt absolut nicht einschätzen kann, wie die Mannschaft reagiert. Wenn sie jetzt so weiterspielt wie gehabt, dann ist der Rest eh für die Füße. Aber wenn sie jetzt doch nochmal irgendwie schaffen, wieder so zu spielen wie den Großteil der Saison, dann würde ich jetzt mal sagen, wir holen noch 11 Punkte. 11 Punkte aus 5 Spielen. Das heißt, du sagst 3 Unentschieden und 3 Siege und 2 Unentschieden. Okay. Ja, sagen wir 10 bis 12. Würden wir 11 Punkte holen, müsste der KSC 13 holen. Genau. Um an uns vorbeizukommen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich hoffe halt, dass die Paderborner noch schon besoffen sind oder noch besoffen sind, wenn wir da spielen, weil die durch sind. Und die Heimspiele gegen Aalen und Zwickau musste auch gewinnen. Und ich denke auch, dass sie das tun werden können. Das Blöde ist halt, dass die beiden schwersten Spiele jetzt kommen. Genau. Mit Magdeburg und in Rostock. Auch wenn Rostock lang nicht gewonnen hat, aber wenn wir, wie gesagt, da nicht gewinnen, dann hilft es uns auch nichts. Also, oder nicht viel wahrscheinlich. Und dann ist der KSC wahrscheinlich an uns vorbei. Und dann, ja. Also von daher ist es jetzt, das Spiel gegen Magdeburg ist ja nicht nur vom Ergebnis, aber auch von der Art und Weise, wie sie da auftreten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz richtungsweisend. Ja. Ja, so also im Prinzip schon, ja, hat so ein bisschen so Endspielcharakter jetzt, ja. Ja. Ja, ist ein bisschen übertrieben, weil du ja immer noch eine gute Ausgangslage hast und der KSC auch erstmal gewinnen muss, aber gegen Rostock, aber du spielst halt freitags, das heißt, du spielst vorher. Solltest du da Magdeburg schlagen? Ja. Aber ist egal, also letztlich, ja, wahrscheinlich wird Paderborn durch sein, wenn wir da spielen gegen die, ja. So wie die jetzt drauf sind. Die spielen dann entsprechend die Woche vorher. Gibt es noch das Spiel Paderborn gegen Karlsruhe? Oder Karlsruhe gegen Paderborn, so rum. Ja, wie gesagt, Karlsruhe eigentlich fast den identischen Spielplan wie wir, bloß dass die halt jetzt nicht gegen Magdeburg spielen, sondern halt am Schluss noch Jena haben, dann zuletzt an dem Heimspiel. Also auf dem Papier zumindest haben die es natürlich leichter. Ja, haben genau wie wir noch 3 Heim- und 2 Auswärtsspiele. Ja, wird auf jeden Fall ganz enge Kiste. Ich wage es nicht vorherzusagen, ich sag mal, viel besser als dass wir es bis am letzten Spieltag noch in eigener Hand haben, werden wir es nicht antreffen können. Also ich glaube kaum, dass Karlsruhe jetzt plötzlich irgendwie 2 Spiele hintereinander verliert und wir dann schon irgendwie plötzlich ein oder 2 Spieltage vorher dann schon so einen Abstand haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ihr möchtet nicht widersprechen. Nee. Okay, ja, also wie gesagt, jetzt am Freitag gegen Magdeburg kommt zahlreich. Die Magdeburger bringen bestimmt eine Menge Leute mit. Wie immer. Die sind ja viele und auch reiselustig. Ich denke mal, da kommen bestimmt mindestens 2000 Leute von denen. Wäre mal schön, wenn wir, ja, weiß ich, vielleicht mal irgendwie so Richtung 5000 schielen könnten. Das wäre schon cool. Aber es ist vermutlich schon wieder illusorisch, traurig.
Und auch noch eins zum Stichwort Magdeburg. Es wäre vielleicht mal gut, wenn wir überhaupt das erste Tor gegen die schießen könnten. Wir haben bisher 5-mal gegen die in der Liga gespielt und noch kein einziges Tor gemacht. Ich glaube, es gab 3-0-0, 1-0-1 und 1-0-3. Ja. 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 Gut, traurig. Ein 1-0-Sieg wird uns erreichen, aber ich fürchte, ohne Gegentor oder ja, also mal wieder zu null wird ausgerechnet gegen Magdeburg nicht so realistisch. Aber wir schauen mal. Man weiß nicht, wie es läuft. Also nehme ich auch. Und dann die restlichen 85 Minuten hinten alles rauskloppen. Alles rauskloppen. Ja, also da wieder ohne Andrich. Ach ja, genau, Andrich. Das Spiel besprechen wir doch jetzt noch über den Kollegen. Ich mache mir bloß gerade hier mal eine Notiz. Der hat heute seine Sperre bekommen jetzt für seine rote Karte gegen Münster. Sind wieder 3 Spiele. Ich hatte ja tatsächlich mehr befürchtet oder erwartet sogar. Weil 3 ist eigentlich so das, ich glaube, so die Mindestsperre für eine Tätigkeit. Und ich dachte dann, so als Wiederholungstäter kommt gern noch mal eins dazu. Von daher hatte ich eigentlich 4 vermutet, aber es sind jetzt halt 3 geworden. Das heißt, er könnte die letzten beiden Spiele gegen Paderborn und Aalen wieder mitspielen. Also wenn ich es richtig gelesen habe, können es aber auch noch 4 werden, weil der Verein anscheinend hat er tatsächlich Widerspruch echt? Eingelegt hat oder Einspruch eingelegt hat. Ich habe irgendeine Meldung jetzt gelesen, wo drin stand, dass sie... Oh ja, ich sehe es hier gerade auf der Homepage steht. SVW legt Einspruch ein. Ja. Und das finde ich halt, also der Rehm hat ja, das hat mich total geärgert. Der Rehm hat nach dem Spiel bei Telekom gesagt, das war doch hier Ribéry stummt seinen Gegenspieler weg und kriegt gelb und so nach dem Motto, gelb beim Andrich hätte Emotionen auch gehören ja dazu, das war dann so faul so. Und es war eben kein genau, und es war eben kein Foul, weil das nicht um den Kampf um den Ball ging, weil Andrich hatte ja den Ball und hat den Ball gespielt. Der andere hat ihn zwar attackiert, aber jetzt auch nicht böse. Und dann hat er wieder dieses leichte Ding, ich meine, gegen Lotte lag er ja auf dem Boden und hat das noch diesen leichten Ditcher. Und genau dasselbe hat er jetzt wieder gemacht. Und Lotte stand halt der Linienrichter direkt daneben und da direkt der Schiri. Aber gut, es ist halt, er hat überhaupt nichts dazugelernt. Und selbst wenn der Schiri es nicht pfeift, ist es total unnötig und gehört sich nicht. Und es ist, also, und dann auch noch, dass der Rehm direkt nach dem Spiel dann noch emotional ist. Okay. Aber auch in der PK hat er nichts gesagt. Er muss natürlich auch seinen Spieler jetzt nicht öffentlich geißeln. Aber ich finde den Umgang damit, nee, also ich würde, klar, das wird der Verein nicht machen. Aber ich würde sagen, hier, Junge, du hast uns jetzt 2-mal so hängen lassen. Gegen Lotte haben sie es in der letzten Minute gerade noch gedreht. Sie haben dann ohne ihn in Groß-Asbach gewonnen. Sie haben ohne ihn, gegen Meppen gewonnen und daheim gegen Erfurt. Okay, sie haben mit ihm in Chemnitz gewonnen, aber danach halt auch jetzt 2-mal verloren mit ihm, also oder halt auch wegen ihm in Münster. Und also dann sein scheiß Abschied nach Heidenheim. Aber soll er mal machen, ey. Hast du das Interview mit Hock in der Halbzeit gesehen? Lieber ohne dich. Der war da nämlich deutlicher so und fand ich auch das Richtige, was er gesagt hat, mit von wegen, das geht so nicht, der hat uns seinen Bärendienst erwiesen und so. Da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt halt hoffentlich auch innerhalb genauso aufgearbeitet. Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Bock mehr, den für uns auflaufen zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist mir auch egal, ob der jetzt 3 Spiele Sperre oder was auch immer hat. Weil also so einen, der wirklich auch nichts dazugelernt hat, ist bei dem ersten Mal sagst du halt noch, okay, das war mal richtig scheiße und er kriegt seine 3 Spiele Sperre und macht es nie wieder. Und dann kommt er wieder, macht das 2 Spiele später, macht er genau die gleiche Scheiße wieder.
Und das ist ja auch nicht so eine rote Karte gewesen, wie, weiß ich nicht, bei Mockenhaupt, der halt irgendwie als letzter Mann da ein bisschen doof in Zweikampf geht oder so, sagst du, ja, blöd. Das sind halt so zwei rote Karten, die absolut unnötig sind, weil er die auch in einem, ich meine, der verliert einen Zweikampf oder so, in Münster, der verliert ja nicht mal richtig den Zweikampf, der wird halt irgendwie ein bisschen behakt und verliert da schon die Nerven. Das ist ja noch nicht mal so eine rote Karte wie Zidane damals im WM-Finale so, dass ihn da irgendwer beleidigt und reizt bis aufs Blut. Ja? Das ist einfach nur so, wie man da schon die Nerven verlieren kann bei so einem blöden scheiß Zweikampf im Mittelfeld. Was will der denn erreichen als Fußballer, wenn er da immer schon durchdreht? Also es ist absolut unverständlich für mich. Da bin ich auch immer noch sauer, ganz ehrlich. Ja. Das ist eigentlich schon eine Hassrubrik. Ja, da sind wir schon bei der Hassrubrik jetzt. Nein, also ich find's unerträglich, weil er ist eh schon so ein arroganter Typ auch. Ich habe den ja auch schon ein, zwei Mal so gesehen. Ich will ihn jetzt auch nicht komplett an die Wand nageln, aber das ist halt, es geht echt nicht, was er da macht. Das ist, ich meine, er verkündet seinen Wechsel nach Heidenheim in der Winterpause relativ gut. Da gab es wahrscheinlich auch Gründe, keine Ahnung. Kam natürlich auch nicht so gut an. Aber er ist gegen Würzburg, er drückt ja jetzt dem Spiel auch jetzt nicht unbedingt seinen Stempel auf. Er ist ein guter Mann, klar. Er ist ein guter Kicker. Aber ich finde auch, also ich würde lieber dann ohne ihn spielen und die anderen wollen alle. Aber ey, wie sauer ich als Mitspieler wäre, ganz ehrlich. Wort zugesagt. Guck mal, Zu Recht. Aber das ist der Einzige aus der Stammelf, der irgendwie schon längerfristig gesagt hat, ich gehe. Okay, ich meine, kann er ja machen, aber wenn ich jetzt an die letzte Saison zurückdenke, als Lorenz dann irgendwann gesagt hat, er geht, und das ist ja auch irgendwie unschön gelaufen, so vom Verein, der gesagt hat, ja, der wollte zu viel Geld und so, aber der hat einfach bis zum Ende seine Leistung gebracht. Und wenn genau das nicht passiert, jetzt steht die Mannschaft da und der reitet die zweimal in die Scheiße und dann, ja gut, du haust ja eh ab, du spielst ja eh nächstes Jahr woanders. Und aber wir stehen jetzt hier und wollen alle zweite Liga spielen und du versaust uns. Ja, plus, gerade, weil dann halt eben diese, was wir ja schon damals, nachdem der Wechsel klar war, schon so halb scherzhaft angemerkt haben, diese Turk-Situation droht. Weil aktuell ist Heidenheim ja, glaube ich, gerade auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga, ne? Oder waren sie es jetzt gerade? Nee, sind sie gerade aktuell. Das sind, glaube ich, gerade 16. Ja. Das heißt, es ist ja tatsächlich ein nicht unrealistisches Szenario, dass es dazu kommen könnte. So, da hat das ja schon, ich sag, gut, da stelle ich mir jetzt nicht, wirklich nicht, aber es hat schon fast so ein Geschmäckle von Sabotage, ne? So von wegen, oje, bevor ich jetzt mit denen, gegen die jetzt in die Relegation spielen muss oder sowas, dann wäre ich ja lieber Vierter hier mit Wien oder irgendwas. Ne? Also, nein, ich, wie gesagt, will ich. Ja, aber der wird ja hoffentlich nicht aufgestellt werden, ganz ehrlich. Das würde ich jetzt nicht so sehen, aber er. Ja, also die Aktion sicherlich nicht. Er ist kein Teamplayer gerade. Und er ist kein Teamplayer und er. Vielleicht hat er es jetzt endlich gelernt und ich meine, in Heidenheim werden sich auch nicht freuen, dass sie so einen undisziplinierten Sack da jetzt kriegen. Und ich meine, ich fände jetzt noch das beste Szenario wäre natürlich, wir steigen auf. Spielen in der Relegation nicht gegen Heidenheim, weil die vorher schon als Absteiger feststehen. Und also, dass der Heidenheim 17. wird, Darmstadt irgendwie 15. und wir gegen irgendjemand anderen in der Relegation spielen. Das weil wenn wir aufsteigen, wäre schon schön, dann würde ich natürlich auch gerne gegen Darmstadt spielen. Oh Gott, sorry. Das wäre die Traumkombination, aber die ist etwas schwierig zu bewerkstelligen. Aber ist egal. Also, wenn sie gegen Heidenheim spielen, kannst du eigentlich nicht aufstellen. Ja, es ist auch nicht mehr aufstellen. Es ist auch sportlich dann jetzt relativ schwierig, das jetzt zu verargumentieren. Wenn wir jetzt dann halt, nehmen wir mal an, es bleibt jetzt bei diesen drei Spielen. Das heißt, er käme dann im Spiel gegen Paderborn, dürfte er wieder. So, jetzt hast du dann eine Mannschaft, die bis dahin sich jetzt an diese kommenden drei Spiele zumindest so weit durchgekämpft hat, dass er noch im Rennen ist. Idealerweise immer noch ein Punkt oder was vor Karlsruhe steht, sagen wir mal. So, und dann jetzt an der Stelle wieder zu wechseln und zu sagen, okay, wir vertrauen jetzt wieder auf Andrich, das ist schon interessant, wäre ein interessantes Risiko. Hoffentlich nicht, ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist auch,
Das wird auch in der Mannschaft, ja, funktionieren. So wie sie sich jetzt auch geäußert haben. Aber gut, vielleicht setzt es auch, Reibung erzeugt ja immer Energie. Vielleicht ist es jetzt auch mal notwendig. Ich sehe schon, du merkst, du wirst jetzt auf jeden Fall was Positives jetzt da noch rausziehen. Und ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, also ich meine, viel schlechter als jetzt gegen Würzburg und Münster kannst du ja nicht spielen. Wenn du so weiterspielst, hat sich eh alles Weitere erledigt. Dann wirst du die Saison als Vierter beenden. War dann, ja, und dann bist du zumindest im DFB-Pokal dabei und ja, andererseits, wenn er fit oder spielberechtigt war, ich glaube, verletzt war er eigentlich nicht länger, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat er eigentlich immer gespielt. Ne? Also auch Rehm hat ihn ja immer sofort wieder gebracht, sobald er wieder konnte. Ja, aber hast ja gerade aufgezählt, dass wir auch ohne ihn gewonnen haben. Die Spiele, die er gesperrt war. Genau. Und die Spiele, wo er jetzt wieder dabei war. Also er hat keine, also diese Ruprecht-Quote, die ich ja mal angesprochen hatte, die er lange Bestand hatte, die gibt's halt mit Andrich nicht. Und aber so wie sich der Verein verhält und auch der Trainer, wollen sie, dass er möglichst schnell wieder spielt und deshalb wird er auch dann spielen, sobald er wieder berechtigt ist. Wahrscheinlich. Das war übrigens auch eine Hörerfrage, nämlich von Timo, heute bei Twitter. Der meinte nämlich auch, theoretisch müsste er spielen, wenn er gesetzt ist, oder? Ja, also ich vermute auch wenn wir es nicht gutheißen, aber gut, gucken wir jetzt erstmal, was da rauskommt mit der Sperre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal reduzieren. Ich meine, weil das ist ja schon... Nee, weil ja, es ist Blödsinn. Ja. Sie würden ja, müssten ja dann. Und es ist ja schon eine Tätigkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung. Das ist ja also dadurch, dass halt der Gegenspieler eben da vorher schon irgendwie so ein bisschen auf den Zeiger ging, was aber nicht geahndet wurde. Das ist ja im Prinzip ja schon ein Spielerlass. Ansonsten hast du, glaube ich, irgendwie wärst du schon mit 4 Spielen dabei für eine normale Tätigkeit. Also ich bin echt nicht sicher, was sie sich da von diesem Einspruch da jetzt versprechen. Na gut. Aber wo wir ja schon gerade bei Meldungen auf der Homepage sind, ich sehe gerade, dass Ruprecht und Mofza unmittelbar vor der Rückkehr in das Mannschaftstraining. Das schreiben die jetzt am Dienstag. Es sieht gut aus, aber wir müssen abwarten, ob es bei beiden schon für Freitag reicht, wird hier Rehm zitiert. Hier stehen unmittelbar vor der Rückkehr. Okay, gut, vielleicht war das heute Morgen. Gut, also das wäre natürlich dann auch schon ein großes Risiko, wenn du aus einer mehrwöchigen Verletzung kommst. Aber gut, nach 3 Tagen Mannschaftstraining. Aber das ist halt, also ich würde nur sagen, wenn Mrovca und Ruprecht wieder fit sind, in den 3 Wochen, oder in den 3 Spielen, nachdem Andrich ja wieder spielen kann, dann hast du halt auch mit Ruprecht, Mockenhaupt und im Zentrum Mrovca, Dams, Pezzoni noch 3 Alternativen, wo du ihn dann nicht unbedingt aufstellen musst. Ja. Wenn natürlich von denen 2 verletzt sind oder wieder einer so, dann kann ich natürlich auch verstehen, wenn er spielt, bevor dann Funk wieder aufläuft. Und wenn er uns zum Aufstieg schießt, dann verzeihe ich mir auch. Natürlich, so sind wir Fußballfans. Dem Herrn Andrich. Genau. Dann werde ich ihn hoch loben und preisen. Okay, dann schließen wir mal so diesen aktuellen Block hier ab und gucken mal, was es sonst noch so gibt. Micha, es gibt Neuigkeiten zum Thema Fanprojekt. Oder zumindest ein bisschen was. Da kannst du uns, glaube ich, am besten was erzählen. Genau. Ja, also das Fanprojekt ist ja, geistert ja schon so länger durch den Raum. Und ein Fanprojekt ist ja immer offiziell losgelöst vom Verein, also sprich von einem unabhängigen Träger, der in der Jugendhilfe verankert ist.
Der Verein hat natürlich ein Interesse daran, dass es ein Fanprojekt gibt für den SVW in Wiesbaden. Ich hatte vor ein paar Jahren, sind es mittlerweile schon, vor 2-3 Jahren auch mal eine Konzeption geschrieben für das Fanprojekt, weil ich eben Sozialpädagoge bin. Und ja, damals war das aber auch noch so, da wusste man so gar nicht so richtig, wo das überhaupt angesiedelt ist und so weiter und so fort. Und dann gab es dann nach und nach etwas mehr Licht im Dunkeln und ich hatte mich dann auch mit anderen Fanprojekten kurz geschlossen, unter anderem auch mit dem Paderborner. Und habe mir da ein paar Infos eingeholt, habe auch mit den Szenekollegen Beamten gesprochen und auch mit einer von der Jugendeinrichtung in Taunusstein und so weiter und so fort. Habe dann eben diese Konzeption erstellt, die wurde dann auch vorgestellt. Ist aber dann im Sande verlaufen, weil das Entscheidende ist, dass die Stadt eben da auch Kosten übernimmt. Und ein Fanprojekt wird zu 50% vom DFB bezahlt und zu einem Viertel vom Land und vom der Stadt. Der DFB zahlt immer. Die hat ein Interesse daran, dass es Fanprojekte gibt, die dann eben präventive Arbeit leisten und ja, wo man dann schon auch nochmal einen anderen Zugang eben hat zu auch dem einen oder anderen, sage ich jetzt mal, gewaltbereiten Fan. Und das Land hat auch gesagt, dass es zahlt und die Stadt hat sich aber halt gesträubt. Jetzt ist es eben wohl so, dass nach dem vom Land entsprechend Druck kam, die Vermutung liegt nahe, dass es am hessischen Innenminister Beuth, der aus Taunusstein kommt, ein bisschen lag, hat die Stadt Wiesbaden sich bereit erklärt, eben die Kosten zu übernehmen. Somit soll zur neuen Saison das Fanprojekt an den Start gehen und die Vorbereitungen laufen diesbezüglich. Es gibt einen Träger. Das ist der, glaube ich, die mobile Jugendarbeit in Wiesbaden. Und die zuständige Person dort war jetzt auch beim letzten Heimspiel da gegen Würzburg und verschafft sich einen Überblick. Es gab heute auch ein Treffen oder es sollte eins geben, an dem ich auch teilnehmen sollte. Ich habe es dann aber kurzfristig abgesagt, weil ich es nicht gepackt habe zeitlich, wo ich die Konzeption nochmal vorstellen sollte. Und ja, also das geht eben so seiner Wege und es soll eben dann zur neuen Saison das Fanprojekt geben. Wie gesagt, die größte Hürde ist geschafft, dass eben die Stadt die Kostenzusage gegeben hat. Und jetzt muss eben nur noch eine Konzeption, es wird jetzt nochmal eine neue Konzeption erstellt, weil die Voraussetzungen jetzt eben auch klar sind. Also es soll 2 Vollzeitstellen geben für das Feldprojekt. Dementsprechend auch ein entsprechend hohes Budget. Und die gucken dann eben auch, das war ja so ein Knackpunkt, nach einer Räumlichkeit, die in der Nähe des Stadions auch dann sein soll. Und wie gesagt, ist eine Form der Jugendarbeit. Das heißt, wir sind schon raus. Ja. Fall ich da auch noch drunter? Nee, und, ne? Wir sind raus, wobei, ich sag mal, ein Fanprojekt natürlich also ganz vielfältige Ansatzpunkte hat. Ja, also je nachdem, wo du eben bist, ob das in Westfalen oder im Osten der Republik, hast du natürlich mehr mit Rassismus zu tun und versuchst da eben präventiv auch zu arbeiten. Dieses Problem dürfte bei uns jetzt nicht gegeben sein. Aber wie gesagt, das ist etwas, wovon alle profitieren können. Vielleicht wird dann auch, wenn unsere Fanbeauftragten dann ein bisschen Arbeit entlastet, was so die Organisation von Fahrten angeht. Und natürlich können da auch dann Anhänger von profitieren, die jetzt schon etwas älter sind. Ich glaube, das 27 ist so die Grenze offiziell, aber dafür ist es dann konzipiert und wie es dann in der Praxis ausgestaltet ist, ist dann die zweite Frage. Aber es wäre auf jeden Fall super, wenn das klappt. Und ja, wie gesagt, ich war da so ein bisschen mit beteiligt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das dann auch irgendwann Früchte trägt, auch wenn ich dann da letztlich vielleicht gar nichts mit zu tun habe. Aber ja, ich denke, was auch die Anbindung an den Verein angeht, ist es auf jeden Fall auch hilfreich, wenn man da dann eben damit vertreten ist. Zumal es ja auch viele Vereine der Regionalliga gibt, die auch ein Fanprojekt haben. Ja,
Genau. Ich glaube, in den ist das im Bereich der DFL, also sprich erste, zweite Liga, ist das nicht sogar vorgeschrieben irgendwie? Gab es da nicht irgendwas? Weiß nicht, ob es inzwischen vorgeschrieben ist. Damals, als ich noch in der Materie mehr drin war, war es so, dass es in Stuttgart kein Fanprojekt gibt, weil die Stadt Stuttgart nicht zahlt. Also da war es so, also zum Beispiel auch das Fanprojekt München. Das heißt, es gibt dann nur ein Fanprojekt München, die sind natürlich für alle Münchner Vereine zuständig. Da hast du natürlich schon auch dann Angestellte, die dann nur für Bayern, für Fans oder Anhänger von Bayern München, andere dann für 60. Aber offiziell gibt es ein Fanprojekt, das ist immer stadtgebunden. Ja, und ja. Okay, ja. Aber das klingt doch gut. Da schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Wenn da was Interessantes, Berichtenswertes dabei ist, das werden wir hier sicherlich wieder aufgreifen hier im Podcast. Ja, bevor wir dann so in die ein bisschen bunteren Themen abdriften, hätte ich beinahe gesagt, irgendwie übergehen. Wir haben noch eine Frage gehabt vom Alex. Als ich heute bei Twitter mal gefragt habe, ob jemand noch was wissen möchte. Der fragt nämlich, verkackt ihr am Ende echt noch den Relegationsrang? Ja. Das ist die Frage aller Fragen. Haben wir eigentlich schon ein bisschen besprochen. Ja, genau. Das ist das, was uns jetzt auch umtreibt. Ne? Also realistisch gesehen geht es jetzt eigentlich nur noch um den Relegationsrang. Und den wollen wir natürlich verteidigen, dass wir... ja, ein großer Erfolg natürlich. Man weiß natürlich nicht, wie es in der Relegation dann ausgeht, aber da hinzukommen, das wäre natürlich schon eine große Sache. Aber es wird vermutlich eng bis zum Schluss. Also, keine Ahnung. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass das jetzt in zwei, drei Spielen wir einen Haken in der Saison machen können. Ja. Wenn wir Vierte waren, fertig. Aber gut. Ja, wobei es ja jetzt auch nicht so ist, dass wir ewig viel Vorsprung vom KSC hatten und ich sag mal jetzt, ich meine, klar waren wir auch mal Zweiter. Wir hatten jetzt zwischendurch, hatten wir jetzt auch mal, ich glaube, 4 oder 5 Punkte Vorsprung, ja, Wir hatten 4 Punkte Vorsprung, aber es war halt auch eine Siegesserie von 6 Spielen. Das war schon klar, dass die irgendwann auch mal reißt und der KSC punktet halt so beständig. Wir hatten ja zu Beginn der Winterpause mehr Punkte vor. Ne? Also ich finde die Frage jetzt natürlich ist schon etwas provokant oder reißerisch und ist jetzt ja auch nicht so, dass wir vor der Saison der klare Favorit waren. Das war ja eher Karlsruhe. Von daher wäre es natürlich schön, wenn wir vor denen bleiben, aber die gezeigten Leistungen deuten dahin, dass wir es verkacken, ja. Okay. Und er hat noch eine zweite Frage. Er wüsste gern, ob man was hört oder mitbekommt, wie Martinovic sich so macht. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, weil der Alex nämlich auch ein Bayern-Fan ist und Martinovic ja in der Jugend beim FC Bayern gespielt hat. Ja, das lässt sich relativ leicht beantworten. Der hat jetzt, glaube ich, gerade mit der Einwechslung im Hessen-Pokal sein Pflichtspieldebüt für uns gegeben. Vorher hat er noch keine Partie bestritten. Ist er dir da noch aufgefallen, Sonja? In der, weiß nicht, was war es, 20 Minuten oder was, die er noch bekommen hat? Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also da ist mir Schwadorf noch eher aufgefallen, der noch versucht hat, Betrieb zu machen. Ja. Der gleichzeitig mit ihm rein kann. Das heißt, zu Martinovic können wir eigentlich noch nichts sagen, aber das ist ja auch, wird ja auch so verkauft, dass das jetzt eher so ein bisschen... Der kam ja auch aus einer Verletzung im Winter zu uns. Ne? Genau, ja, der hatte ja in Leipzig ja schon keinen Vertrag mehr, durfte da aber dann noch mittrainieren oder wieder fit werden. Ja, mal gucken, ob der jetzt dann mit einer kompletten Sommervorbereitung dann im nächsten Jahr dann regelmäßig dann zum Einsatz kommt. Okay, das wär's dazu. Dann habe ich hier noch das Spiel der Legenden. Also das ist eine Veranstaltung in der Britta Arena am 3. Juni um 18 Uhr. Was ist der 3. Juni für ein Tag? Wahrscheinlich ein Samstag oder so. Also da ist so ein Spiel von Ex-Profis. Deutschland gegen die Türkei.
Auf deutscher Seite wird Rehhagel wird die Auswahl, naja, trainieren wahrscheinlich nicht, betreuen. Und Mario Basler und diverse Kollegen so aus der Generation werden dann da auf deutscher Seite auflaufen. Ja, wer das gerne schauen möchte, ist es vermutlich eher ein unterhaltsames Programm. Ich glaube, sportliche Spitzenleistung muss man jetzt da nicht mehr unbedingt erwarten. Aber vielleicht wird es ja ganz nett. Legendär wird. Legendär, ja, Spiel der Legenden natürlich, genau. Ja, das Lustige ist, gerade am, da war dann auch, das wurde angekündigt am, wann war das? Na, vor ein paar Wochen, genau, im Mitte März, als dann abends das, Freitagabends das Spiel gegen Erfurt stattfand. Da war dann Basler dann halt auch so als Aushängeschild jetzt hier von diesem Legendenteam, war dann auch bei der Ankündigung da und hier mit Stefan Blöcher und so weiter. Und war dann auch abends dann beim Spiel. Und lustigerweise habe ich gerade an dem Tag, jetzt völlig unabhängig von diesem Legendenspiel oder von der Ankündigung, aber schaute ich so aus meinem Bürofenster Freitagnachmittags und da gucke ich auf einen Hoteleingang, wenn ich da rausgucke, wo offensichtlich die Mannschaft des SVW in Wiesbaden vor Heimspielen, weiß ich nicht, sich nochmal zusammenfindet, irgendwie, was man da so macht an Mannschaftsbesprechungen, vielleicht nochmal irgendwie sich nochmal ein Stündchen aufs Ohr legen oder sonst irgendwas. Jedenfalls sah ich dann da zwei Jungs im Trainingsanzug vom Hoteleingang stehen und sind da tüchtig am Qualm. Ne, mit der Zigarette in der Hand, gucken auf ihr Smartphone und dachte ich, na, sowas. Aber ich war schon ziemlich irritiert, dass die dann da jetzt so in aller Öffentlichkeit da rauchen. Und ja, als ich das nächste Mal rausgucke, da standen die dann immer noch da, machen sich gerade die Kippe aus, dachte ich, na gut, okay, jetzt mal rein, husch, husch, ja, machen sich die nächste an, so direkt, ne? Die eine aus, die nächste an, da dachte ich, was ist denn hier los? So irgendwie so 3 Stunden bevor sie irgendwie ins Stadion fahren, irgendwie da so hier Kette rauchen, das hat mich doch sehr irritiert. Da gucke ich dann so direkt gegenüber von meinem Fenster. Da sehe ich dann auch noch, wie in einem Hotelzimmer ein Fenster aufgeht. Da kommt auch ein Junge in einem Trainingsanzug raus und raucht aus dem Hotelzimmer heraus. Da dachte ich, was ist denn da los mit den Leuten? Also ich war schon sehr irritiert. Wahrscheinlich bin ich nur naiv, aber ich hätte nicht gedacht, dass Profisportler, dass da Rauchen noch so ein großes Thema ist heutzutage. Also ich dachte, das ist so ein Relikt aus von früher, aber ich lag offensichtlich falsch. Naja. Tja, wer war es denn? Das muss ich jetzt ja nicht hier präsentieren. Aber ich möchte auch keinen an Pranger stellen. Ich hatte tatsächlich ein Foto gemacht, wo ich nicht ganz so nah rangezoomt hatte, dass man aber offensichtlich, nachdem dann da die Spekulationen auf Twitter dann losgingen, dann habe ich meinen Tweet auch wieder gelöscht. Ich will ja jetzt keinen denunzieren. Aber wie gesagt, also ich war tatsächlich ja, schockiert, ist vielleicht ein bisschen viel, aber doch nachhaltig irritiert. Und als wir dann später dann im Stadion nochmal so kurz darüber gesprochen haben, dann meinte auch einer unserer Fankollegen, der da ein bisschen auch mal sich so bei Trainingslagern und sowas dabei ist, ja, das hat dann aufgezählt, der raucht und der raucht und der raucht, wenn seine Frau nicht dabei ist und hier und Shisha rauchen sie eh alle und also, ich meine, von Alf Minzel wusste ich's, dass der irgendwie auch schon mal hier so bei, wenn der so beim Fantreff ist oder sowas, dass der sich da auch schon mal ein Kippchen anmacht, aber irgendwie so direkt vorm Spiel, das fand ich komisch. Okay. Habt ihr da eine Meinung dazu? Nicht so richtig. Ich müsste wissen, wer es war. Okay. Das kann ich dir dann offline dann sagen. Dann habe ich auch eine Meinung dazu, ja. Aber wenn sie öffentlich vom Hotel rauchen, dann ist es nicht ganz so geheim, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist ja dann noch was anderes, wenn ich das jetzt hier unserem Millionenpublikum jetzt dann hier erzähle, als wenn jemand dann tatsächlich da vom Hotel steht. Aber jetzt am kommenden Freitag werde ich mal beobachten, ob ich das gleiche Spektakel wieder zu sehen bekomme. Weil taugst du nicht zum Paparazzi? Schon. Ich könnte auch runtergehen. Nee, dann würdest du es ja sagen. Achso, dann direkt jetzt dann Bildleser-Reporter oder irgendwas. Ja. Warum ist Andrich so unausgeglichen? Er raucht nicht.
Ah. Genau, nee, drehen wir das doch mal um. Warum rauchen eigentlich nicht alle von denen? Ja. Ja, also ich meine, ich dachte dann auch, das war dann gerade gegen bei dem Spiel war es ja dann auch mal wieder so, also es ist sehr offensichtlich nicht so, dass ihnen dann irgendwie am Ende die Puste rausgeht. Also die ganz offensichtlichen Nebenwirkungen gibt es anscheinend nicht. Also sie rennen ja tatsächlich bis zum Ende und ich weiß nicht, bis vor kurzem, vielleicht auch immer noch, ist Wien auch das Team mit den meisten Toren irgendwie in der Schlussviertelstunde. Es ist jetzt, man kann jetzt nicht direkt sagen, so von wegen, wenn sie mal es rauchen lassen würden, dann würden sie vielleicht auch länger rennen können. Den Schluss, der ist offensichtlich zu kurz gegriffen. Aber eigenartig finde ich es dann doch. Okay. Okay. Dann habe ich gestern noch eine witzige Meldung gelesen. Was heißt witzige Meldung? Eine interessante Randnotiz. Betrifft uns jetzt nicht direkt, aber ich fand es ganz amüsant, das wollte ich hier mal kurz erwähnen. Und zwar aus der Oberliga Hessen. Da gibt es ja die Borussia Fulda und den TSV Lehnertz. Lehnertz ist ein Stadtteil von Fulda. Die spielen beide in der Hessenliga und ich glaube, die hatten wir im Laufe der letzten Jahre auch sicherlich mal im Hessen-Pokal, ne? Sonja, du weißt das? Nee, weißt du nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sie zumindest einmal hatten, ja. Also Lehnertz kann ich mich ganz sicher erinnern und Borussia Fulda, weiß ich jetzt nicht genau, ist auch egal. Jedenfalls die beiden wollen ja fusionieren, wohl nicht, aber zumindest zusammen die Kräfte bündeln und gemeinsam auflaufen. Und ja, keine Ahnung. Also, damit das irgendwie so verbandsrechtlich funktioniert, muss dann halt irgendwie offensichtlich dann einer weiterhin der Verein sein mit dem Spielrecht. Aber so wollen jedenfalls dann auch einen gemeinsamen Namen dann haben und sich dann da irgendwie so in Osthessen möglicherweise dann ein bisschen höherklassig präsentieren. Also sprich, so wollen wahrscheinlich dann irgendwie gucken, dass sie in die Regionalliga hochkommen. So, aber schön finde ich den Namen dieses Gemeinschaftsprojekts aus Fulda und Lehnertz. Sie wollen sich nennen SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Das finde ich ganz großartig. SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Ist das wirklich so komplett ohne Bindestriche, wie du das hier reingeschrieben hast ins Dokument? So habe ich es gelesen, ja. Da wird man ja bekloppt. Ja, also Fulda nennt sich wohl tatsächlich irgendwie Barockstadt, so als Beiname, aber so insgesamt, so diese ganze Kombination finde ich schon sehr hübsch. Das hat mich ein bisschen inspiriert und vielleicht rufen wir mal unsere Hörer auf, ob sie auch vielleicht tolle Vorschläge haben für solche Spielgemeinschaften oder Fusionsvereine oder was es sonst noch so geben könnte. Ich habe schon mal ein paar Vorschläge hier für Wiesbaden. Wollt ihr hören? Her damit. Okay, also wir fangen mal ganz dezent an. Der FC Landeshauptstadt. Ja, toll. Nicht gut. FSV Landeshauptstadt. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Vereine. Ja. Dann der SV Weltkurstadt Wiesbaden. Besser. Besser, ja. Können wir bei SVWW bleiben. Genau, ja. Für die auswärtigen super. Zuhörer müssen wir vielleicht dazu sagen, so zur Zeit zur Kaiserzeit, als auch der Kaiser hier zum Kuren kam nach Wiesbaden aufgrund der warmen Quellen, da gab es tatsächlich mal hier so diesen Marketingnamen Weltkurstadt. Kaiserstadt gibt es übrigens auch so als Beinamen aus dieser Zeit. Hört man aber nicht so oft, glaube ich. Wir haben uns ja vor 10 Jahren haben wir uns ja die Stadt mit Kick genannt, als der SVW in Runder kam nach Wiesbaden. Die Stadt mit Kick, ja, auch sehr gut. Da habe ich noch so einen alten Autogrammplatzsatz gefunden mit dem Slogan, super. Ja, Trikotsponsor steht auch fest dann. Die Dingens hier, Aukambart oder was? Nee, Kick. Also nachdem jetzt ja, wie heißt denn dieser andere Billigladen, Teddy oder irgend sowas, ein Euroladen, die sind doch jetzt neuer Haupttrikotsponsor von Hertha, glaube ich. Ne? Ja. Sind die nicht auch bei Osnabrück? Ja, kann sein. Ja. So, ich habe noch einen. Jetzt. Wiesbaden wird ja auch genannt, das Nizza des Nordens. Es gibt übrigens auch ein sehr tolles Tumblr-Blog mit diesem Titel. Kleine Seitenwerbung.
Ja, wer macht Echt, denn wer sowas? Macht denn das? Nizza des Nordens, wer ja, und macht da denn könnte man sowas? natürlich dann den Verein nennen, OGC Nizza des Nordens. Ja, Gunnar, ich merke, du willst wen aus dem Namen verbannen. Das muss ja nicht unbedingt unser Verein sein. Das kann ja auch hier, keine Ahnung, falls sich jetzt hier der SV Wiesbaden irgendwie doch nochmal irgendwie einen Geldgeber findet und fusionieren muss und einen anderen Namen braucht oder sowas. Für den kann das ja auch gehen. Das muss jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist okay, ja. Ja. Das war jetzt nur mal so die, was mir so in den Sinn kam. Okay, ich merke, es ist nicht so ganz der Krache, wie er hofft. Aber, liebe Hörer, schreibt uns doch. Vielleicht fällt euch auch noch was Gutes ein. Habt ihr auch noch möglichst bescheuerte Kunstnamen? Dann lasst es uns wissen auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, als Kommentar im Blog oder meinetwegen auch per Mail. Egal. Schreibt uns. Was muss auch nicht für Wiesbaden sein. Was könnte noch gut funktionieren? Wir sind über eure Vorschläge oder auf eure Vorschläge gespannt. Was wir auch gerne nehmen, ist natürlich oh, ja, die natürlich. Namen, die es da gibt es bestimmt auch ein paar ganz hervorragende Beispiele. Also, weil sobald irgendwer hat sich für dieses Fulda-Gedöns ja auch schon ausgedacht. Also, da gibt es bestimmt auch schon ein paar gute. Ja, klar, wer das da ist vielleicht sogar noch hat, besser als jetzt irgendwie meine kläglichen Versuche. Hier was, ja, alles. Lasst es uns wissen. Macht mit. Beides. Gut, dann haben wir ansonsten noch so im Buntes das Tippspiel. Ja, ich übernehme mal den ja. Ball. Oh, ich ja, übernehme genau. mal gerade ja, den ja. Ball, weil du schon über Facebook gesprochen hast, ne? Darf ich dich da wegkrätschen, weil wir ja tatsächlich mal über Facebook nicht nur unser automatisches Gedöns rausgekloppt haben, sondern wir haben mal unsere Facebook-Fans in eure Schnellbacher-Wette ja. mit reingeholt, beziehungsweise ich habe das einfach mal so gemacht. Nein, hab gedacht, ich krieg sofort die Rechte von dir entzogen, aber du konntest dich zügeln. Ja, also die Schnellbacher-Wette haben wir ja schon öfter mal erzählt. Schießt er in dieser Saison 10 Tore oder mehr, gewinnt Gunnar. Sind es 9 oder weniger, gewinnt der Micha. Jetzt steht Luca Schnellbacher bei 8 Toren. Das war auch der Stand Ende März. Und deswegen habe ich Ende März mal diese Umfrage gestartet. Und da haben sehr viele mitgemacht. Also wenn ich bedenke, dass wir nicht mal 100 Fans auf Facebook haben, was ich übrigens gerne mal ändern darf. Also wer Bock hat, gerne mal liken. Wir haben 22 Antworten bekommen. Und die Mehrzahl denkt, dass du gewinnst, Gunnar. Wir haben 77%, die sagen, ja, er macht 10 oder mehr Buden diese Saison. Ja. Das Schöne ist aber, ich kann es ja sehen, wer da alles mitmacht. Micha hat auch für dich gewotet. Ja. Ja, das ist alles Ablenkung. Ja. Ja, der Schläger trug aber Micha, du hast auch noch ein paar Leute, die glauben, er packt es nicht über die 9 Tore. Also es sind 23% noch auf deiner Seite. Ja, das, wenn ich, ja, also ich meine, der Preis. Euer Preis hat sich erledigt. Ich nehme auch eine Brandwurst im Relegationsspiel. Okay, ja, also, ja, wie gesagt, Lukas Schnellbacher, das kommt ja noch erschwerend hinzu, hat ja jetzt selbst das als Saisonziel hinaus posaunt. Dass es sein Ziel ist, dass er zweistellig ist, was das ist. Prompt hat er sich verletzt. Ne? Irgendwie, zumindest jetzt am letzten Wochenende hat er nicht gespielt. Nee, also er hatte eine Rippenprellung. Das klingt so, als hättest du so einen Schlägertrupp engagiert. So, ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher er die Prellung hat. Hat ihn auf jeden Fall schon mal. Er ist mit seinen Rippen gegen meine Faust. Der arme Luca, und abgeprallt ist er dann. Naja. Nein, also, keine Ahnung, wann er wieder fit ist. Er hat es auf jeden Fall gemacht und muss er jetzt halt mal. Also, geil wäre ja, wenn er 9 Treffer hätte vom letzten Spieltag. Und ja, dann und mit seinem 10. Treffer verdirbt er uns irgendwie den 3. Platz oder irgend sowas. Ja, das. Ja, dann ja, werde ich wahrscheinlich danach auch eine Rippenprellung haben, ja. Dann werfe ich mich dazwischen. Da passe ich mir selber nach. Sonst hat sich das erledigt mit unserem Podcast. Nein. Also das, ja. Nee, also werden wir sehen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz coole Wette.
Ja, trotzdem auch danke fürs Mitmachen bei der Facebook-Umfrage. Vielleicht ja, sollten wir vielleicht mal öfter mache mal so einen ich Quatsch da starten. mein OGC Nizza des Nordens, vielleicht packe ich das auch mal auf Facebook oder sowas. Ja, schreibt uns einfach da, das passt schon. Ja. Ja. Dann habe ich noch eins bei unserem Tippspiel. Also da lohnt es sich jetzt nicht mehr unbedingt einzusteigen, falls ihr nicht eh schon dabei seid. Aber merkt euch mal fürs nächste Jahr oder meldet euch jetzt schon an, dann seid ihr auf jeden Fall im nächsten Jahr automatisch mit dabei. Denn da gibt's wie immer Preise. Früher hat man die irgendwie schon vor der Saison klar gemacht, aber irgendwie ist das so ein bisschen ins Stocken geraten und jetzt habe ich es erst so gegen Ende der Saison. Aber ich war letzte Woche auf der Geschäftsstelle, hab auf ein paar Sachen gehofft, aber es gab tatsächlich zwei Tüten voll mit Merchandising-Artikeln. Ich habe es auch schon mal im Blog geschrieben und ein Foto dazu gepackt, dass man sich da eine Vorstellung dazu machen kann. Also es ist ein Trikot dabei, es sind eine diverse hier Polos, T-Shirts, ein Kinderpulli, Schals, also eine ganze Menge. Da werden wir ja einen erklecklichen Anteil der Tippspiel-Teilnehmer bedenken können. Ja, also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, lieber SVW in Wiesbaden, dass ihr uns da so nett unterstützt. Und allen Tippspielteilnehmern ja dann nochmal toi 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 für die letzten fünf Spieltage, beziehungsweise dann Relegation würden wir dann auch mittippen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Zeug dann auch in die Leute kriegen. Aber das kriegen wir dann schon hin. Da steht man in Kontakt und ihr meldet euch dann auch rechtzeitig. Meldet euren Gewinnansprüche dann an. Genau. Ein cool, das ist ja wirklich eins, ist wirklich hier so ein Unikat, ne? Das ist ein Trikot mit vom Scheffler, aber mit einer 150 hinten drauf, weil der nämlich kürzlich sein 150. Drittligaspiel hatte. Da haben die offensichtlich hier so ein also einem eins beflockt und das ist im Prinzip ein Duplikat davon. Also das hat auch nicht jeder. Ich linse auf so ein Schalke Pokalshirt. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das ist meine ja, das und, einzige in der Größe. Das einzige in der Größe, das ist ein XL. Ja, bei mir gibt es überhaupt nichts das, in meiner Größe. Was ist denn mit dem, das ist super. Das Poloshirt heißt, Größe M, das könnte doch... Das für die Ehre. Sonja, wäre das nichts? Ich trage keine Poloshirts. Ach so. Also was immer passt, ist ein Schal. Egal wie. Genau den gleichen habe ich letztes Jahr gewonnen. Ah. Ja. Dann kriegst du einen Wimpel. Den kannst du dir an deinen Spiegel vom Auto hängen. Innen drin, an den Innenspiegel. Ich hasse Sachen. Ich hasse es, wenn Sachen am Innenspiegel vom Auto hängen. Das macht mich komplett irre. Dann einen Pin. Sonja, einen Pin. Pin ist super, weil meine Mutter Pins sammelt. Ah, da haben wir es doch, da haben wir es doch. Schönen Gruß auch übrigens an deine Mutter. Ich glaube, die hört uns auch manchmal, oder? Oder zumindest folgt sie uns auf Facebook und liked unsere Beiträge. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist der Sprung von liked uns und hört uns. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie nach 2 Stunden 18 das hört, aber wenn wir schon in der Familie sind, mal Grüße an meinen Cousin Niklas, der hört es auf jeden Fall. Ja, genau, der ist ja auch regelmäßig im Stadion, ne? Ja. Ja, Grüße. Um mal einen bekannten Podcaster aus Frankfurt zu zitieren. Okay, dann, was haben wir sonst noch? Ah, ich habe hier noch ein paar Notizen zu ehemaligen. Die kriege ich noch eben los. Wir haben ja vor längerer Zeit... Ja, ganz schnell. Wir haben vor längerer Zeit ja schon mal über Marco Neppe gesprochen, der ja mal bei uns als, was hat er gespielt? Außenverteidiger war, glaube ich, ne? Und der ja ein Scout beim FC Bayern ist und ist offensichtlich der Chef-Scout mittlerweile irgendwie und die bauen da gerade irgendwie ihr Scouting-System um und er ist da wohl irgendwie ein ganz entscheidender Mann bei dem ganzen Thema. Da habe ich einen Link, den würde ich mal in die Shownotes packen. Da kann, wer mag, ja nochmal dazu jemand nachlesen. Dann unseren früheren Ersatztorwart, Schrägstrich Torwart der zweiten Mannschaft war eigentlich hauptsächlich, Stefan Marinovic aus Neuseeland. Der ist mittlerweile, wo ist er angekommen? In Vancouver, ne? Der ist in Kanada. Oder wo war das Video her?
Sonja, hast du es gesehen? Du hast es rausgesucht. Ja. Ich hab das irgendwie auf Twitter gesehen. Ja, genau, bei den Vancouver Whitecaps, die ich ja sowieso mag, weil bei denen war ich schon mal beim Spiel. Da spielt mittlerweile Stefan Marinovic. Und den haben sie jetzt neulich sauber schön verarscht. Ich weiß nicht, ob das war, ob das jetzt ein April-Scherz war oder aus einem anderen Anlass. Da gibt es dann halt ein Video, wo sie dann halt ja, zu einem Interview bitten und ja, dann halt schön veräppeln. Und du siehst halt richtig, wie er sich schwer beherrschen muss, um da nicht irgendwie entweder wortlos aus dem Raum zu rennen oder dem Interviewer irgendwie eine runterzuhauen. Also es ist ganz witzig. Ich pack den Link ebenfalls in die Shownotes. Könnt ihr euch mal angucken. Also ich habe die ganze Zeit gehofft, der Zimmer die wirklich eine rein durch diese Art. Ja, ich musste tatsächlich grinsen. Ja, also es war aber auch sehr gespannt. Und er war ja kurz davor und ich habe gedacht, bitte, 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 also, ey, steh auf und zimmer dem einfach rein. Ja. Aber hat er leider nicht gemacht, er hat es leider beherrschen können. Ja. Genau, und eine dritte Notiz habe ich hier noch. Max Nicou, der ja auch damals zu Regionalliga-Zeiten und dann natürlich dann auch in der zweiten Liga bei uns gespielt hat und zuletzt in Unterhaching tätig war, der beendet jetzt im Sommer seine Karriere. Wir wünschen alles Gute. Habt ihr irgendwas gehört, was er vorhat als nächstes? Was er macht, den Trainerschein oder geht er ganz aus dem Fußball raus? Wisst ihr irgendwas? Nee, ich hab das auch nur mit. Habt ihr auch nichts gehört? Keine Ahnung, aber lieber nichts als Unterhaching, würde ich sagen. Ja, ne, das ist, lassen wir mal so stehen. Okay, dann das wäre es von meiner Seite. Sonja, möchtest du noch irgendwas hassen heute? Eine kurze Sache noch. Ah, okay. Wir haben es noch nicht gesagt. Also die A-Junioren. Ah, natürlich. Die haben wir ganz. Wir hatten sie anfangs schon angesprochen, ja. Die haben jetzt tatsächlich mal wieder gewonnen. Und zwar ganz wichtig gegen Fürth. Somit sind sie jetzt wieder gerade über dem Strich mit 23 Punkten, punktgleich mit der Eintracht. Allerdings auch ein Spiel mehr wie die meisten, die unten mit drin stehen. Ja, also wird es noch ganz, ganz spannend, was den Klassenerhalt angeht. Da ist es sehr eng. Einzig Fürth ist jetzt abgeschlagen, gegen die sie jetzt gewonnen hat. Und ja, wäre natürlich schön, wenn die sich da, ich glaube, die spielen jetzt in Kaiserslautern als nächstes, die noch unterm Strich stehen. Von daher wäre es da gut, wenn sie da nicht verlieren. Und ja, wäre natürlich super, wenn die den Klassenerhalt schaffen würden. Und ja, der ein oder andere, die dann eben auch auf dem Hallberg unterstützen würde. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, da ist jetzt morgen Abend ist noch ein Nachholspiel Eintracht Frankfurt gegen Kaiserslautern. Ja, das kann eigentlich nur gut für uns sein, jetzt aus unserer Perspektive, von wen. Ja. Weil die nehmen sich dann gegenseitig die Punkte weg. Ne? Frankfurt ist punktgleich mit Wien und Kaiserslautern ist zwei Punkte dahinter. Das heißt, entweder gut, Frankfurt kann sich ein bisschen absetzen, dann bleibt Kaiserslautern dahinter, oder Kaiserslautern gewinnt, dafür ist dann Frankfurt bleibt punktgleich, möglicherweise mit der schlechteren Tordifferenz. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass die da jetzt gerade noch gegeneinander spielen. Ja. Ansonsten haben sie ja mittlerweile fast alle Spiele wieder aufgeholt. Unterhaching muss nochmal irgendwann gegen Bayern München ran. Ja, ich meine, für uns ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn jetzt Lautern gegen Frankfurt spielt und Lautern damit eine englische Woche hat vor dem Spiel gegen uns. Genau. Das ist auf jeden Fall ganz gut, aber ansonsten, ja, punktet da auf jeden Fall jemand, ja. Was nicht so gut ist. Ja. Aber egal, also das ist noch spannend und schön, genau, dass wir mal wieder gewonnen haben nach der Sieglos-Serie. Das ist jetzt am kommenden Sonntag um 12 ist das Spiel in Kaiserslautern. Wir können ja gerade nochmal schnell gucken, was kommt denn dann danach. Dann die Woche drauf, samstags 13 Uhr, Derby gegen Mainz, wenn man von einem Derby sprechen möchte. Und dann müssen sie nach auswärts. Auswärts in München, das ist, glaube ich, ist das schon fix? Ach so, genau, das sind die beiden letzten Spieltage, die sind wahrscheinlich ja auch alle zeitgleich. Und am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Nürnberg. Das ist blöderweise Samstag, 5.5., 13 Uhr. Ja, das ist dann parallel zu unserem Spiel von der ersten Mannschaft, ne? In Paderborn, ja. 5.5. ist doch
Da spielen wir in Paderborn. Ach ja, genau, das ist richtig, genau. Unser letzter Spieltag ist dann, also was heißt unser, also von der ersten Mannschaft ist dann am 12. Genau. Ja, richtig. Ja. Okay, ja, das kann eigentlich dann die Devise nur lauten, entweder nach Paderborn fahren oder auf den Hallberg. Und dann da auf dem Hallberg stehen und dann auf dem Handy Telekom gucken. Ja. Klingt verlockend. Ja. Okay, sonst noch was, Micha? Nee, dann Sonja, bitteschön. Wollen wir noch eine Hassrubrik machen? Ich würde sagen, wir haben eigentlich schon das Auftreten von Andrich genug gehasst, oder? Ja, das reicht schon. Ja. Ja. Wir nähern uns auch schon der 2,5-Stunden-Marke schon wieder. Das ist übrigens echt was, das müssten wir, glaube ich, mal zur neuen Saison müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie in kürzeren Turnus machen, dass das nicht immer solche langen Sendungen werden. Das war, weiß nicht, wöchentlich werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber vielleicht so im 2-Wochen-Rhythmus oder sowas. Auch dazu, falls bis jetzt noch jemand zuhört, sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Möchtet ihr uns lieber öfter hören, dafür kürzer, oder ist euch das recht, so einmal im Monat eine lange Sendung? Ja, da ist auch jegliches Feedback willkommen. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Gucken wir mal, ob wir vor Saisonende nochmal irgendwie eine Sendung hinkriegen oder ja, ich denke schon. Was meint ihr? Wir sollten es versuchen. So vielleicht in der letzten Woche vor dem großen Finale oder irgend sowas. Naja, wir gucken mal. Ja, also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.